So, guten Morgen, willkommen zur dritten Vorlesung. Heute beschäftigen wir uns mit Wellenfunktionen und der Schrödinger-Gleichung. Wir hatten uns bisher mit Amplituden beschäftigt, mit Übergangsamplituden, wie man die zur Unterscheidung nennen könnte, dass ein Teilchen von einem Punkt x zu einem Punkt y übergeht. Und in diesem Verb übergeht ist all das versteckt, was wir nicht verstehen, wie genau es das tut. Aber wir wissen, wir können dafür eine Amplitude ausrechnen aus der klassischen Wirkung für ein Teilchen. Und was wir auch spezifizieren müssen, ist die Zeitdauer, die wir für den Übergang brauchen. Und wir hatten uns das letzte Mal Elementaramplituden angeschaut und dann unter der Voraussetzung, dass alle möglichen Pfade als interferierende Alternativen aufkommen zwischen den beiden Punkten, hatten wir das Pfadintegral formuliert. Das werde ich noch mal kurz wiederholen und noch kurz etwas zum Pseudomaß des Pfadintegrals sagen. Und dann werden wir aber was anderes tun. Wir werden dann Amplituden, die wir dann Wellenfunktionen nennen, das werde ich genau einführen, werden wir nicht mehr berechnen aus dieser Pfadintegraldefinition, denn die ist sehr, sehr umständlich, sondern wir werden zeigen, dass man diese umständlich, aber sehr anschauliche Pfadintegraldefinition der Amplitude umwandeln kann in eine Differentialgleichung für die Amplitude. Und diese Differentialgleichung, das haben Sie bestimmt alle schon mal gehört, das ist die Schrödinger-Gleichung. Das ist also keine andere Quantenphysik, das ist keine andere Theorie, sondern es ist die gleiche Theorie, ist einfach das Problem, ein Integral auszurechnen, verwandelt in ein Problem, eine Differentialgleichung zu lösen. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Aber bevor wir dorthin kommen, möchte ich erst noch mal kurz einige Worte sagen zum letzten Mal aufgeschriebenen Pfadintegral und seinem Maß. Und das Maß schreiben wir in Anführungszeichen, weil es im mathematischen Sinne gar kein Maß ist. Und das ist ein offenes Problem, wie das geht. Also ganz kurz zusammengefasst hatten wir uns letztes Mal angeschaut Amplituden, Übergangsamplituden, nämlich für ein Teilchen von einem Punkt xa zu einem Punkt xb im physikalischen Raum zu gelangen. Und wir hatten verabredet für diese Vorlesung, dass wir uns da einfach eine Karte hernehmen des flachen Newtonschen Raumes, in der man das hat, was man üblicherweise kartesische Koordinaten nennt oder was man in einer etwas verfeinerten Betrachtungsweise Koordinaten nennt, in denen die Gamma-Symbole alle verschwinden. Für diejenigen von Ihnen, die die letzten zwei Sätze nicht verstanden haben, ignorieren Sie die. Wir nehmen uns also hier den physikalischen Ortsraum und wir spezifizieren aber auch die Zeitdauer. Und das letzte Mal hatte ich einfach nur die Differenz der Zeiten notiert, bei denen das Teilchen losläuft und der Zeit, bei der das Teilchen ankommt. Wir können die natürlich auch explizit notieren. Dann haben wir so eine Amplitude hier. Und naja, Doppelpunkt gleich, gleich, wie auch immer. Ja. Jetzt hatten wir dann das Pfadintegral formuliert. Und wir haben gesehen, um eine solche Amplitude auszurechnen, und alle möglichen Wege zwischen xa und xb als interferierende Möglichkeiten zu nutzen, hatten wir die Zeit diskretisiert in groß n viele Schritte. Nicht die räumliche Achsen diskretisiert, sondern die Zeitachse. Aber selbstverständlich eine solche Diskretisierung, die möchten wir dann wieder entfernen. Und wir hatten der Einfachheit halber eine äquidistante Diskretisierung oder weil es die Zeit ist, eine äquitemporäre Diskretisierung genommen, aber am Schluss wollen wir die entfernen. Wir wollen also ganz, ganz kleine Zeitschrittchen machen, deswegen kam da so ein Limes vor. Und dann kamen, für jeden Zeitschritt haben wir über alle möglichen Positionen integriert, also für den ithen Zeitschritt haben wir über all die xi integriert, die da aufkommen, also dieses i läuft wirklich von 1 bis n, von 0 bis n eigentlich, aber erinnern Sie sich nochmal an dieses Bild mit dem Rechenschieber, mit den ganzen Perlen, die mit Gummiseilen verbunden sind. Den Anfangspunkt halte ich fest, den Endpunkt halte ich fest. Und jetzt will ich alle Wege zwischen zwei festgehaltenen Endpunkten. Das heißt, ich fange erst nicht beim nullten Schieber an zu schieben, denn das ist festgehalten, sondern beim ersten, beim zweiten, beim dritten. Und das Ente halte ich auch wieder fest. Das heißt, die letzte Integration läuft über xn minus 1. Weil ich ja die Endpunkte festhalte. Das heißt, wir haben hier, wenn ich das mal so formal aufschreiben darf, nehmen wir ganz viele Integrale mit dx1, dx2 bis dxn minus 1. Und das notiere ich jetzt einfach mal so. Aber was es einfach bedeuten soll, ist ganz viele Integrale hintereinander mit dx1 bis dxn minus 1. Ja? Also nicht erschrecken lassen von diesem komischen Summensymbol.
Das war das. Und dann hatten wir einen Normierungsfaktor, den hatten wir A genannt, den hatte ich A von N genannt und N ist die Anzahl dieser Diskretisierungen. Etwas einsichtsreicher nennt man den A von Epsilon, aber das Epsilon hat direkt mit diesen Diskretisierungen zu tun, denn Epsilon ist TB minus TA, also die Gesamtzeitdauer, die ich da habe, unterteilt in N Teile. Das ist unser Epsilon, das ist unser kleiner Zeitschritt. Ich hätte es auch Delta T nennen können. Und für jeden Faktor N kommt der nochmal hoch N vor. Also Sie sehen schon, dieses A, ich hätte statt dem Epsilon auch ein N schreiben können. Da steht da A von N hoch N. So ist es ein bisschen einsichtsreicher. A von Epsilon hoch N. Und ich hatte Ihnen noch nicht gesagt, wie dieser Normierungsfaktor aussieht. Das hatte ich offen gelassen. Und über den müssen wir offensichtlich noch etwas herausfinden, denn bis jetzt haben wir nicht den blassesten Schimmer, aber das werden wir heute auch lernen. Der muss eine ganz bestimmte Form haben. Und dann hatten wir danach, oder das gehörte auch zur Elementaramplitude, und diese Elementaramplitude war ein oszillierender Term, ein I, und dann hatten wir ein Durchhaarquer mal die klassische Wirkung. Also Sie nehmen die Wirkung Ihres Systems und das ist die Stelle, an der eingeht in die Übergangsamplitude. Was haben Sie da eigentlich für ein System? Welche Masse hat denn Ihr Teilchen? Gibt es da ein Potenzial, in dem sich das Teilchen bewegt? Welche Ladung hat das Teilchen? Wie interagiert das mit eventuellen Feldern? Sie wissen, das ist alles in der klassischen Wirkung kodiert. Und es ist die Magie des Pfadintegrals, dass Sie hier auf der rechten Seite eine klassische Konstruktion hereinstecken und auf der linken Seite eine komplexwertige Größe herausbekommen, die die Wahrscheinlichkeitsamplitude ist, die Ihnen die Antwort auf die Fragen in der Quantenmechanik gibt. Ja. Und hier stand das S. Und dieses S, Sie wissen, die Wirkung, die können Sie ausrechnen. Das ist ein Funktional eines konkreten Weges in der klassischen Physik. Also Sie nehmen irgendeinen Weg an, setzen den in das Wirkungsfunktional ein und die Wirkung spuckt Ihnen zu einem konkreten Weg was aus? Eine reelle Zahl. Und zu einem anderen konkreten Weg spuckt Ihnen die Wirkung eine andere reelle Zahl aus. In der klassischen Physik ist nun das Spielchen, man konstruiert die Wirkung, man modelliert die Wirkung so, dass der vom physikalischen System genommene Weg, letztlich was ich aus der Beobachtung weiß, dass der ein stationärer Punkt des Funktionals ist. Das heißt, wenn ich diesen Weg einsetze, kriege ich zum Beispiel die Zahl 8. Aber wenn ich jetzt ein bisschen davon abweiche, nur ein klein bisschen von diesem Weg, dann bleibt das in erster Ordnung immer noch eine 8. Ein Weg, der nicht klassisch genommen wird, da kommt vielleicht 5 raus, was weniger ist, okay? Aber wenn ich ein bisschen variiere, ändert sich das bereits in erster Ordnung. Damit ist es kein stationärer Weg. Das ist in der klassischen Physik und in der klassischen Physik enthält die Wirkung eine ganze Menge Informationen, zum Beispiel über lustige Wege, die nie genommen werden vom System, die in der klassischen Physik völlig nutzlos ist. Die liegt einfach brach. Aber hier nehmen wir durch dieses Konstrukt, ist so eine Art Integral über alle Wege. Denken Sie an den Rechenschieber. Ja? Da gehen auch die absurdesten Wege mit ein. Also in der Quantenmechanik geht die volle Wirkung ein. Jetzt haben wir hier den Weg aber schon diskretisiert. Ja? Also unser Weg, der hier vorliegt, der fängt ja mit x0 an, den wir mit diesem xa hier gleichsetzen. Und dann haben wir für jeden Zeitschritt haben wir alle möglichen Positionen betrachtet, n-1 bis xn, das da ist wieder der Endpunkt xb. Wir haben hier bereits einen diskretisierten Weg genommen und den können wir dann zum Beispiel aus diesen Perlen zusammensetzen, indem wir das mit Geraden zwischendrin verbinden. Das ist eine Möglichkeit, man kann es auch anders machen, spielt keine Rolle. Und deswegen schreibe ich hier nicht S von x, denn was soll x sein, sondern ich sage S von dem Weg, den Sie stückweise durch kleine Geraden zusammensetzen, indem Sie von x0 bis xn gehen und dann geht auch hier die Exponentialfunktion wieder zu. Ja, und die Aufgabe ist, wenn Sie die Wirkung für das klassische System kennen, diskretisieren Sie den Weg, dann kriegen Sie hier eine Folge von Summen, dann nehmen Sie den Grenzwert, wenn er denn existiert und dazu müssen wir das A von Epsilon so wählen, dass es überhaupt konvergiert, dazu kommen wir heute nochmal. Aber wenn Sie das schaffen, dann erhält man das Objekt, das uns interessiert, nämlich die quantenmechanische Übergangsamplitude. Ich hatte es bis jetzt immer Amplitude genannt. Wir nennen es jetzt vielleicht noch ein bisschen konkreter die Übergangsamplitude. Es geht von xa nach xb über im Zeitintervall tb minus ta.
Warum will ich jetzt betonen, dass es Übergangsamplitude heißt? Weil wir heute noch mal Wellenfunktionen definieren. Das sind auch Amplituden. Ja? Aber da interessiert mich nicht mehr, von wo ich komme. Da interessiert mich nur noch, wo bin ich gerade. Das ist dann keine Übergangsamplitude, sondern nur noch eine Amplitude. Okay. Also man kann diese Begriffe, wenn man will, so etwas verschärfen. Üblich ist es eigentlich, das alles Amplitude zu nennen. Nun gut. So, Sie sehen schon diese rechte Seite, das ist ungefähr so attraktiv wie Riemann-Integrale über Ober- und Untersummen auszurechnen. Das ist nämlich sehr unattraktiv. Das macht keinen Spaß. Es kommt noch schlimmer hinzu, dass dieses Konstrukt hier, wo man da einfach da den Weg zu diskretisiert und das dann da hinten einsetzt, also das funktioniert in vielen Problemen ganz gut und in anderen sagt man, nein, da müssen wir jetzt irgendwie anders interpolieren und dann wird es besser. Sie können zum Beispiel in das Buch von Kleinert reinschauen, ein Berliner Physiker, der mit Feynman gearbeitet hat auf diesem Zeugs. Und also das ist so ein dickes Buch und bis Sie da das Wasserstoffatom gerechnet haben, das ist ganz aufwendig. Okay? Was aber zu bemerken ist, dass die Idee des Pfadintegrals, nämlich über alle Pfade zu summieren, das ist eine sehr klare Idee und das ist eine etwas vulgäre vielleicht technische Implementierung dieser Idee. Und man kann sich überlegen, wie man das besser macht, aber die physikalische Idee bleibt die gleiche und wir könnten jetzt sehr viel Zeit darauf verwenden, uns zu überlegen, wie man diese Definition auf einen größeren Bereich von Problemen erweitern kann. Ich hatte es schon angedeutet, wenn Sie das mit dem gewöhnlichen Integral vergleichen, da können Sie auch ein Riemann-Integral machen mit Obersummen, Untersummen. Aber dann stellen Sie fest, viele Funktionen sind gar nicht Riemann-integrierbar, obwohl Sie eigentlich eine ziemlich konkrete Vorstellung davon haben, was die Fläche unter der Kurve sein soll. Und dann erweitert man den Integralbegriff, aber das Integral ist immer noch die gleiche Idee, Fläche unter der Kurve, erweitert man auf ein Lebesgue-Integral. Das ist dann eine technische Sophistikation. So etwas könnte man hier auch machen. Darum kümmern wir uns nicht, denn heute werden wir, statt diese rechte Seite auszurechnen, werden wir hiermit beginnen und werden die Schrödinger-Gleichung herleiten, eine Differentialgleichung, deren Lösung uns dann auch die Amplitude gibt. Und das ist einfach viel praktischer. Und man kann einfach viel bessere Differentialgleichungen lösen, das ist eine partielle Differentialgleichung, als solche kruden, was heißt kruden, solche komplizierten Definitionen auszuixen. Ja? Also wir verwandeln dieses Problem in ein anderes Problem, aber das andere Problem hat dann nicht mehr diese Erweiterungsproblematik. Okay, ich sollte noch hinzufügen, dass sehr häufig wird dieser Teil hier in der Literatur geschrieben als das Pfadintegralmaß. Da benutzt man auch ein Integralzeichen und dann macht man hier so ein geschwungenes großes D und so ein kleines x. Und was man mit diesem Symbol meint, ist ein Integral über alle Wege. Ja, das kann ich lange sagen. Also ich kann hier sagen, das ist das Pfadintegral über alle Wege von xa bis xb. Also ich gebe hier die Endpunkte an. Also Pfadintegral über alle Wege von xa nach xb. Und das Symbol muss ich erklären. Und so eine Möglichkeit, das zu erklären, ist durch das, was da oben steht. Oder anders gesagt, dieses mysteriöse Integral über alle Wege ist halt nur eine Abkürzung für diesen komplizierten Ausdruck hier. Okay? Und in dieser Schreibweise würde man dann wohl auch dieses Ding hier, da würde man diese Diskretisierung nicht mehr genau nennen, weil Sie sehen, hier wird ja E gegen unendlich genommen. Da schreibt man dann, aber es ist wirklich nur Schreibweise. Sie sehen warum. IH quer S und da gebe ich jetzt einfach den gesamten Weg an, so als läge der in nicht diskretisierter Form vor. Und dann steht in der Literatur das Pfadintegral von XA nach XB über alle Pfade E hoch I durch H quer S als Funktional von x. Aber eigentlich können Sie dieses Objekt gar nicht getrennt von diesem Objekt hinschreiben, obwohl das hier so aussieht in dieser Notation, weil ja hier der Limes erst genommen wird und hier die Diskretisierung noch drin steckt. Ja? Also wenn Sie versuchen, dieses Ding wirklich alleine zu definieren, da erleidet man Schiffbruch. Dennoch ist das eine sehr suggestive Notation, aber Sie müssen die eigentlich immer verwandeln in diese Notation,
oder eben eine Verfeinerung oder Verbesserung oder was auch immer davon, um konkret das Pfadintegral auszurechnen. Okay? Das ist also nur Notation. Wir werden das kaum benutzen, aber dann wissen Sie, wo das in der Literatur herkommt. Okay, das ist das Pfadintegral vom letzten Mal. Und dieses Ding hier, rein das hier, da würde man vielleicht sagen, das ist so eine Art Maß des Pfadintegrals. So wie so ein dx, das Maß des Integrals ist, ist das das Maß des Pfadintegrals. Und es ist eben eine Bemerkung wert, dass das im streng mathematischen Sinne gar kein Maß ist. Ich kommentiere das später nochmal. Gibt es soweit Fragen noch zu dem oder zu letztem Mal? Eine Bemerkung ist es mir vielleicht noch wert. Sie sehen hier auf der linken Seite, da stehen diese Anfangszeit und die Endzeit und auf der rechten Seite scheinen die gar nicht mehr aufzutauchen. Das ist mindestens dubios. Aber was da tatsächlich passiert ist, dass diese Wirkung, die ist ja für einen bestimmten Weg mit festen Endpunkten angegeben. Und wenn wir jetzt uns, da machen wir hier noch eine Gedankenblase auf. Diese Gedankenblase hat hier zu tun mit diesen Angaben der Zeiten. Was ich da hinten geschrieben habe, diese Wirkung, oder hier unten schreibe ich es mal hin, die Wirkung geben wir in der klassischen Physik immer an als Integral dt über eine Lagrange-Funktion, die dann zum Beispiel von x und x-Punkt abhängt. Eigentlich von x und v, und aber dann will ich die aus der Kurve x erzeugen und dann schreibe ich hier eben das x-Punkt. Und dieses Integral, das hat für Wege, die einen Anfang und ein Ende haben, ist das natürlich das Integral über die Parameter des Weges von ta bis tb. Das heißt, eigentlich müsste man bei der Wirkung noch sagen, ja, wo fängt, bei welchem Parameterwert fange ich denn da an und bei welchem höre ich auf? Dadurch, dass ich den Anfangs- und den Endpunkt in dieser Diskretisierung drin habe, habe ich diese Information schon. Aber das hat ja mit diesen Zeiten TA und TB zu tun. Ja? Also die tauchen auf der rechten Seite sehr wohl auf. Ich habe es hier nur in der Notation unterdrückt, weil ich eben nicht genau hingeschrieben habe, wie das wie die Wirkung wiederum als Integral aus der Lagrange-Funktion entsteht. Aber es steht auf der rechten Seite. Na, man muss sich also keine Gedanken machen, dass die rechte Seite in Wirklichkeit unabhängig hiervon wäre. Sie ist es nicht. Okay? Gut. So, eine wichtige Frage, die sowohl wichtig ist zum Weiterrechnen oder am Ausrechnen von Amplituden, wenn man wirklich das Pfadintegral benutzt, aber auch wichtig ist für unsere folgende Herleitung der Schrödinger-Gleichung, ist ein kleiner technischer Einschub, nämlich die Frage, wie kann ich eigentlich das Pfadintegral ausrechnen, wenn ich statt eines Weges von A nach B den Weg in zwei Teile zerteile zu einer spezifizierten Zeit. Ich kann ja fragen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie von hier zur Mensa kommen innerhalb der nächsten 2 Stunden? Ja, die Amplitude dafür ausrechnen und kann aber willkürlich alle Wege, die ich dafür betrachten muss, die Sie nehmen könnten, ja, über den Mond und dann nochmal zurück, über Moskau und dann zur Mensa, könnte ich beliebig zum Zeitpunkt 3/4 Stunde von jetzt aus durchschneiden und dann versuchen, die Gesamtamplitude zusammenzusetzen aus den Teilwegen. Zunächst mal ein bisschen eine willkürliche Aktion, aber wir werden sehen, das ist sehr, sehr nützlich. Also wir beschäftigen uns jetzt kurz mit dem Zusammensetzen von Wegen. Und selbstverständlich könnten wir jetzt einfach den nicht diskretisierten Weg nehmen, also den nicht zeitdiskretisierten Weg, aber weil wir das natürlich gleich in dem Pfadintegral verwenden wollen, nehmen wir gleich einen diskretisierten Weg. Also sei x0, x1, Punkt, 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 bis xn minus 1, xn, ein bestimmter, also jetzt im Moment wird hier über nichts variiert oder integriert, sondern ein bestimmter in n Zeitschritte, in groß n Zeitschritten, Schritte, diskretisierter Weg.
Also Rechenschieber wird so und so eingestellt und es gibt irgendeinen Weg und genau den betrachten wir. Jetzt wird im Moment kein Weg geändert, sondern wir betrachten genau diesen Weg. So, und dazu gehört dieses x0, ich schreibe es mal so oben drüber, x0 zum Zeitpunkt t0. Und dieses xn ist natürlich zum Zeitpunkt tn und irgendwo zwischendrin ein xi ist immer zum Zeitpunkt ti. Und wenn wir das diskret äquitemporal gemacht haben, dann ist die ite Zeit ist natürlich t0 plus i mal dieses Epsilon. Na? Denn das Epsilon ist tn minus t0 durch n und das i läuft von 0 bis n. Na, das sind diese äquitemporalen Zeitpunkte. Okay, also wir nehmen uns einfach sowas her und jetzt betrachten wir uns einen beliebigen Zeitpunkt mittendrin, aber einen festen, beliebig aber fest, ja, sei weiterhin. Ja gut, und jetzt könnte ich mir einen beliebigen Zeitpunkt nehmen, der nicht auf diesen Diskretisierungspunkten liegt. Ja gut, wenn das so wäre, würde ich einfach feiner diskretisieren, bis ich da beliebig nah dran bin. Der Einfachheit halber, weil wir eh n sehr, sehr groß machen können, sage ich einfach, ich nehme jetzt einen beliebigen Zeitpunkt, der schon in diesen Diskretisierungen enthalten ist, irgendwo mittendrin. Ne? Sei weiterhin t, ja, wie nennen wir den denn? Nehmen wir den mal t bar, aber einfach t bar gleich der Karte Zeitschritt für, und er soll jetzt wirklich mittendrin liegen, also würde ich sagen für k gleich 1, also nicht gerade der Anfangspunkt, bis n minus 1, also nicht gerade der Endpunkt, aber irgendein anderer der Zeitschritte zwischendrin. Ja, ein, na ja gut, da steht es schon, zwischen t0 und tn liegender Zeitpunkt. Also den können Sie beliebig wählen, aber wenn wir ihn einmal gewählt haben, schwupp, haben wir den Weg schnippschnapp dort durchgeschnitten. Es ist völlig offensichtlich, dann hat man zwei Wege. Also es ist immer noch der gleiche Weg, aber Sie können ihn als zwei Wege betrachten. Dann haben Sie nämlich den ersten Weg x0, x1 bis xk minus 1 und xk, Sie sehen ja, ne, dieser Zeitpunkt t-bar, das ist der Karte Zeitschritt, dazu gehört die Karte Position, das ist der Weg 1. Ja gut, und jetzt sind Sie bei k angekommen, aber der zweite Weg, der beginnt auch bei k, also Sie nehmen das k nochmal, das ist ja nur ein Endpunkt, den haben Sie damit nicht doppelt gezählt oder sowas, sondern wenn Sie von Paris nach München fahren, von München nach Moskau, ja gut, dann ist die zweite Fahrt von München nach Moskau, ja, xk, Punkt, 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 bis xn minus 1 xn, das ist dann der Weg 2. Und natürlich, wenn Sie die hintereinander ausführen, haben Sie den ursprünglichen Weg. Und dieser Weg 1, der ist jetzt halt nicht in Groß-N-Zeitschritten, sondern ist in Groß-K-Zeitschritten gegeben. Und der da hinten, der ist halt in Groß-N minus K-Zeitschritten gegeben. Sie könnten hier natürlich wieder feinere Unterteilung machen, bis Sie wieder n Zeitschritte haben. Aber warum sollen wir das tun? N minus k ist ja auch eine schöne Zahl. So, also es ist nichts passiert. Sie sehen, wir haben diskretisierten Weg genommen, wir haben unterteilt, wir haben dann zwei Wege, ist alles vollkommen klar. Was wir jetzt einfach anschauen, ist die Amplitude. Nehme ich einfach eine neue Tafel. Und jetzt nehme ich einfach wieder die Amplitude des Gesamtweges und rechne einfach links los. Also eine der geschicktesten Methoden, irgendwas auszurechnen, manchmal geht das nicht, aber eine der geschicktesten Methoden ist, Sie fangen links an, schreiben lauter Gleichheitszeichen und kommen rechts raus, es muss einfach stimmen. Ja, also die allermeisten Beweise lassen sich am besten so aufschreiben. Und wir gucken uns jetzt einfach die Amplitude für den Gesamtweg an. Das hatten wir eben schon mal aufgeschrieben, also wir haben Phi von xa, Übergang zu xb, wenn wir bei a bei ta loslaufen und bei b bei tb ankommen. Und wir wissen genau, wie das aussieht. Ich hatte es eben hingeschrieben. Da haben wir ja, können wir gerne machen, den Grenzwert n gegen unendlich davor. Und dann kam erstmal eine Reihe von Integralen und die schreibe ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr aus. Aber Sie sehen, das ist genau das gleiche. Integral dx1 bis zum Integral dxk-1. Dann kommt das Integral dxk.
Dann kommt das Integral dxk plus 1 bis zum Integral dxn minus 1. Und es ist klar, vorhin stand da Integral von dx1 bis dxn minus 1. Sie erinnern sich an die Grenzen in dem Produktzeichen. Und hier habe ich einfach mal spaßeshalber in der Mitte das dxk und seinen linken und seinen rechten Nachbarn dabei geschrieben. Es ist klar, dass wenn ich diesen Weg gehe, mir zunächst mal völlig egal ist, wie das k gewählt ist, weil all diese Zwischenintegrationen vorkommen. Okay? Also hier ist noch gar nichts passiert soweit. Ich schreibe nur das Pfadintegral von eben hin. Dann haben wir diesen Faktor 1 durch a von epsilon, der uns so langsam im Magen liegt, weil wir das Gefühl haben, wir müssen hier was ausrechnen, aber wir wissen nie, wie dieser Faktor ist. Das wird sich gleich im nächsten Abschnitt klären. Naja, und dann kommt die Exponentialfunktion. Und wenn man jetzt nochmal dran denkt, wie die Wirkung definiert war über ein Integral, also ich möchte jetzt hier natürlich schreiben i durch h quer und dann die Wirkung von diesem diskretisierten Weg. Das hat am Anfang da gestanden. Aber was ich jetzt tue, erlaub mir mal den Spaß, die Wirkung gleich zu schreiben als Integral ta bis tb über dt und dann die Lagrange-Funktion, die hängt von x-Punkt und x und so weiter ab, aber das heißt, die Lagrange-Funktion selbst ist ein Funktional von diesem Weg und da setze ich jetzt einfach diesen diskretisierten Weg von x0 bis xn, den setze ich ein. Ja? Das Ding ist das, was wir vorher s von Weg x0 bis xn genannt haben und für die Zwecke der jetzigen Rechnung schreibe ich einfach diese Wirkung aus als ein Integral in diesen Grenzen über die Lagrange-Funktion von den Orten und den Geschwindigkeiten, aber weil die Geschwindigkeiten natürlich aus der Ortskurve zu bekommen sind, schreibe ich das auch als Funktional. Also es steht gar nichts Neues da im Vergleich zu gerade eben. Soweit, so klar? Okay, gut. Aber jetzt sehe ich natürlich, da habe ich ein Integral, das geht von ta bis tb und jetzt möchte ich einfach nur spaßeshalber meinen Zeitpunkt t bar nehmen, der irgendein Zwischenschritt für ein fixes k ist. Und ich kann noch das Integral von ta bis tk auswerten plus das Integral von tk bis tb. Ich kann den Integrationsbereich einfach aufspalten. Man muss sich ein bisschen überlegen, wenn das da ein Funktional ist, hängt das da jetzt nur von den x und den ersten Ableitungen, vielleicht noch von zweiten Ableitungen ab. Wenn die Lagrange-Funktion nur von x und x-Punkt abhängt, was in der klassischen Mechanik zunächst mal das Übliche ist, man kann das aber erweitern, dann geht es alles gut und dann kann ich diesen Ausdruck hier, diesen Gesamtausdruck mit Sicherheit schreiben als exp i durch h quer, das Integral von ta nur bis zum Zwischenschritt dt, dann kommt die Lagrange-Funktion, naja und jetzt ist klar, der Weg ist jetzt nur noch der von x0, was ja das xa ist, bis zum Punkt xk, nämlich zu dem Ort, der dieser Zeit entspricht. Ja, denn das Integral wird ja nur bis dorthin ausgewertet. Und dann kommt ein Plus-Integral, aber e hoch irgendwas plus irgendwas, da kann ich natürlich die e-Funktion erstmal zugehen lassen und dann nochmal schreiben mal Exponentialfunktion, also das Gesetz für die Exponentialfunktion benutzen und dann hier von tk bis tb integrieren, dt, und Lagrange-Funktion und jetzt hier eben den Weg von x, von xk bis zu xn. Klammer zu, geschweifte Klammer zu. Ist klar, ne? Also diese Zerlegung des Weges ist einfach, weil die Wirkung so ein Integral ist, dann kann ich das Integral in eine Summe zerlegen und dann e hoch a plus b ist e hoch a mal e hoch b. Ist klar, ne? So, und jetzt schauen wir nochmal, bitte, ja? Richtig, das ist, weil ich die Endpunkte ja festhalte und diese Integrationen, stellen Sie sich vor, Sie wollen von hier nach hier, Sie haben hier diesen Rechenschieber, Sie haben auf jeder Zwischendings eine Perle und die Frage ist, wie komme ich von fest vorgegebenem xa zu vorgegebenem xb? Das heißt, auf der nullten Schiene und der n-ten Schiene, das ist nämlich gerade die, halten Sie fest.
Und wenn Sie jetzt über alle Wege zwischen diesen beiden festen Punkten gehen, dürfen Sie natürlich diese festen Punkte nicht ändern, sondern nur die dazwischen. Deswegen ist die erste Integration auf der 1-Ebene und die letzte auf der n-1-Ebene. Das war die Frage, ja? Ja, genau. Also das ist die Idee. Und das ist eine sehr wichtige Frage nochmal. Ich hatte es auch eben schon mal gesagt. Denn genau diese Einsicht müssen wir genau jetzt nochmal rückwärts anschauen. Und ich schaue jetzt mal hier auf diese letzte Exponentialfunktion. Sehen Sie, da geht der Weg von xk bis xn, richtig? Und jetzt wähle ich mir hier vorne nur diesen Teil, also ich wähle den aus, ich betrachte nur diese Folge von Integralen, aber nicht das Integral über dxk, denn wenn ich e hoch die Wirkung von tk bis tb habe über einen Weg, der bei xk startet und bei xn endet, und ich will das jetzt mit der Amplitude identifizieren, dann ist dieses Integral hierüber mal hier ein Normierungsfaktor, den schreibe ich auch noch gleich hin, mal e hoch das kann ich wieder rückwärts übersetzen in eine Amplitude, muss dann aber nur über die Zwischenpunkte integrieren, nämlich über die hier. Also ich mache das noch ein bisschen deutlicher, hier steht 1 durch a hoch epsilon hoch n, a von epsilon hoch n. Diesen Faktor, den verwandle ich in zwei Einzelfaktoren. Ich wische ihn da oben gleich weg. Das ist 1 durch a von epsilon hoch k mal 1 durch a von epsilon hoch n minus k. Einverstanden? Der da oben steht, den kann ich wegwischen. Der darf weg, den darf ich natürlich so schreiben. Okay? So, und jetzt nehme ich diese Kameraden, dann nehme ich diesen n-k-Faktor-Term und ich nehme diese Exponentialfunktion da hinten. Und ich kann natürlich diesen Term hier, diesen gelben Term, den kann ich direkt hier vor die Exponentialfunktion ziehen, ist ja alles kommutativ. Und diese Integralmaße über die Variablen xk plus 1 bis dxn minus 1, die darf ich hier vorne, die darf ich hier dran vorbeischieben, weil dieses Ding hängt ja gar nicht von diesen Variablen ab. Sehen Sie das? Also darf ich das alles dort vorbeischieben. Das heißt, im Endeffekt bleibt hier übrig Limes n gegen unendlich, aber dem müssen wir uns gleich noch Gedanken machen, dx1 bis dxk minus 1. Es bleibt aber auch noch übrig, den schreibe ich nochmal extra hin, der dxk, sehen Sie, der bleibt auch noch übrig. Dann bleibt da übrig 1 durch a von epsilon hoch k, nämlich der hier. Dann bleibt übrig exp von i durch h quer Integral ta bis tk, also dieses Objekt hier, dt Lagrange-Funktional vom Weg von x0 bis xk. Das bleibt alles stehen. Aber die ganzen restlichen gelben Terme habe ich nach rechts geschoben. Und was ist das? Das ist nichts anderes als die Amplitude phi von xk zu starten bis zu xn zu gehen in der Zeit von tk bis tb. Warum? Na, weil ich über alle Zwischenpunkte von xk plus 1 bis xn minus 1, also in dem oberen Teil des Rechenschiebers, ich halte den xk fest, habe ich über alle Zwischenpunkte wieder integriert. Ja gut, das ist das eine. Und das andere ist, wenn Sie jetzt hier vorne drauf gucken, hier drin in diesem Weg x0 bis xk, da wird ja will ich jetzt das xk gar nicht mehr bewegen. Ich kann diese gelben hier, ausschließlich dem xk, kann ich an dem dxk vorbeischieben. Und wenn ich das tue, dann bleibt da noch übrig Integral dxk. Also nur noch das Integral über die Orte, zu der ich bei der Zwischenzeit, die ich festgewählt habe, bin. Und dann passiert aber hier vorne dran genau das Gleiche, also Entschuldigung, hier hinten hätte ich schreiben müssen zum Diskretisierungs,
auf Diskretisierungslevel n-k. Und was hier vorne passiert, Sie kriegen natürlich auch wieder die Amplitude, aber jetzt von x0 bis xk. Das heißt, Sie kriegen einmal die Amplitude phi von x0 bis xk von den Zeiten ta, oder t0 wäre das gleiche, bis tk, mal die Amplitude von xk bis tb von tk bis tb. Und alles, was übrig bleibt, weil Sie den Zeitpunkt tk, den haben Sie fest gewählt, alles, was übrig bleibt, ist ein Integral über alle Möglichkeiten, wo Sie zu dieser gewählten Zeit tk sein können. Und das ergibt Ihnen dann die Gesamtamplitude. Also kurz gesagt, wenn Sie Wege zusammensetzen, multiplizieren sich die Einzelamplituden für den Weg von x0 bis zum Zwischenpunkt in der dazu zur Verfügung stehenden Zeit für festgewählten Zeitpunkt tk mal der Weg vom Zwischenpunkt zum Endpunkt in der dann noch restlich zur Verfügung stehenden Zeit, ohne dass sich die Gesamtzeitdauer geändert hat. Aber es wäre ja verrückt, wenn Sie nicht über den Mittelpunkt die Orte dort dann nochmal integrieren müssten, denn hier rechts kommt ein xk vor, das haben wir nicht festgewählt, wir haben nur das tk festgewählt und links kommt gar kein xk vor und in der Tat muss darüber integriert werden und die Logik ist halt eben die, dass wenn Sie jetzt, also das können wir uns jetzt wieder vorstellen, ja, Gedankenblase, wenn Sie hier die verschiedenen Zeitdiskretisierungsschritte haben, ja, also so ein Bild mit dem x, ja, und jetzt wollen Sie von einem festen Anfangspunkt zu einem festen Endpunkt und wollen über alle Wege gehen, aber weil es Ihnen gefällt, haben Sie sich eine Zwischenzeit ausgedacht, nämlich diese Zwischenzeit tk, zu der Sie die Wege gern durchschneiden würden. Und dann ist klar, Sie können jetzt zu einem Punkt xk hier gehen und können alle Wege nach dort betrachten und dann von dort aus ausgehend wieder alle Wege nach hier oben betrachten. Aber es ist klar, damit kriegen Sie nicht alle Wege von hier nach hier. Denn was Ihnen zum Beispiel fehlt, ist dieser Weg. Richtig? Den können Sie auch gar nicht bekommen, wenn Sie das xk festhalten. Sie müssen dann also auch noch alle Wege über diesen anderen Punkt nehmen. Und dann müssen Sie nochmal alle Wege nehmen, die wieder über einen anderen xk-Punkt gehen, nämlich die hier. Ja. Und so weiter. Und dann ist klar, Sie können diese Einzelamplituden von hier zu einem xk-Punkt nehmen, aber als nicht interferierende Alternative, wenn Sie also nicht schauen, was zum Zeitpunkt tk passiert, Sie könnten einen Detektor hinstellen, dann haben Sie keine interferierenden Alternativen mehr, dann geht es anders. Aber wenn Sie das nicht gucken und den Zeitschnitt nur im Kopf gemacht haben, dann sehen Sie, kriegen Sie alle Wege, indem Sie die Wege von hier bis zu einem bestimmten xk-Punkt nehmen, von dem bestimmten xk dorthin, aber am Schluss dann nochmal den Rechenschieber, die Perle hier hin und her schieben und alle Alternativen aufsummieren. Deswegen bleibt dieses dxk übrig. Muss aber schon xn halten, oder? xn, ja, ist richtig. Ich hatte irgendwie sowas wie t0 ist ta und tn ist tb, das sind diese Endpunkte. Diese Setzung hatte ich gemacht. Der x-Wert ist, der zweite müsste xn heißen, oder? xk, xn und die zweite k und xb. Okay, sind wir in der Zeile? Ja, genau, der Zeile, aber der zweite. xk bis xb. Ja, aber xn ist. Ach, x, ja, Entschuldigung, x. xb oder xn? Entschuldigung, richtig, nicht t, sondern x. x, x, t, t, genau. In Ordnung? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Genau. So, und das ist hier einfach die Lektion, wenn wir Wege, das hätten wir uns auch irgendwie denken können, dass es so ist aus dem Bild, aber wir haben es jetzt mal einmal ganz ordentlich aufgeschrieben, dabei nochmal geübt, dass wir wirklich nur die Zwischenpunkte bei den Amplituden darüber integrieren und wir haben das einfach aufgespalten und haben nicht nur unsere Intuition benutzt, die hätte schief gehen können, wenn hier das Funktional nicht so additiv wäre für eine Zeitunterteilung. Ja, wir haben es jetzt wirklich bewiesen und das ist die Anschauung dazu. Aber es ist ziemlich logisch. Ne? Und wenn Sie jetzt nochmal überlegen, wenn ich also nicht interferierende Alternativen habe und gehe den Weg oder den Weg, dann wird es addiert. Die Wahrscheinlichkeitsamplitude wird addiert für Alternativen.
Und für hintereinander Ausführung, also dorthin und dann wieder dorthin, da werden die Amplituden multipliziert. Ja, also es ist im Prinzip wie bei Wahrscheinlichkeiten. Ja, wenn Sie die mit und verknüpfen, dann kriegen Sie ein Produkt. Und wenn Sie sie mit oder verknüpfen, kriegen Sie eine Summe, wenn es disjunkte Ereignisse sind und so weiter. Aber Sie wissen, wir sind nicht auf diesem Wahrscheinlichkeitslevel. Wir sind auf einer etwas verfeinerten Stufe, nämlich in diesen Wahrscheinlichkeitsamplituden. Aber solange es sich um interferierende Wahrscheinlichkeiten handelt, oder physikalisch gesagt, solange wir nicht mit Messapparaturen gucken, was passiert, solange ist dann trotzdem die Alternative durch Plus zu berechnen aus der auf Amplitudenebene und die Hintereinanderausführung, also die Und-Verknüpfung, Sie gehen von dort nach dort und dann von dort weiter, die ist eben durch das Produkt auszurechnen. Also es ist relativ einfach zu merken, es ist ganz analog zur Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber eben auf unserer verfeinerten Wahrscheinlichkeitsamplitudenrechnung, die ja eine etwas verfeinerte Größe ist gegenüber der Wahrscheinlichkeit. Also gar kein erstaunliches Ergebnis, aber immerhin hergeleitet mit unserer vielleicht kruden Definition der Summe über alle Pfade, aber das funktioniert ja schon mal ziemlich gut. Ja? Okay. Ja, vielleicht notieren Sie sich das persönlich als Fazit, die Amplitude für den Übergang. Ich schreibe es einmal hin. Also ich quetsche es noch darunter, bevor ich die Tafel wische. Also das gehört jetzt unter den Rest. Fazit. Die Amplitude für den Übergang von XA zum Zeitpunkt TA, Sie müssen immer sagen, wann sind Sie wo, zu XB zum Zeitpunkt TB über einen fest vorgegebenen Punkt XK zum fest vorgegebenen Zeitpunkt TK ist das Produkt der Amplituden. Ist das Produkt Phi von XA, XK, TA, TK mal Phi von XK nach XB, TK, TB. Das ist das Produkt, tralala, der Amplituden. Und Sie sehen, da fehlt jetzt in dieser Formulierung das Integral über xk. Aber das fehlt deswegen, weil ich hier gesagt habe, über einen fest vorgegebenen Punkt xk zur fest vorgegebenen Zeit tk. Ja, und was wir hier ausgerechnet hatten, war halt einfach, wenn der Punkt nicht fest vorgegeben ist, dann wäre ja jeder möglich. Aber wenn jeder möglich ist, müssen wir natürlich die Möglichkeiten aufsummieren, wenn es sich um interferierende Alternativen handelt. Ich also nicht genauer gucke, was passiert. Und das ist dann wieder diese Formel. Ja, also das ist wirklich das direkte Produkt. Und nur wenn Sie den Zwischenpunkt nicht genau kennen, dann nehmen Sie das Integral. Und jetzt überlegen Sie noch mal kurz bei unserem Doppelspaltexperiment. Aber wenn Sie jetzt noch mal als Einschub kurz betrachten, wenn Sie hier das Doppelspaltexperiment noch mal hernehmen, hier haben Sie diese beiden Spalte und dann wollen Sie hier hinten hin. Und was wir jetzt schon ziemlich gut können, wir können ja jetzt schon von einem Punkt XA, ja, können wir schon sagen, in einer bestimmten Zeit, was ist denn eigentlich die Amplitude, an diesem Punkt hier anzukommen? Warum? Naja, weil zwischendrin all diese Alternativen interferierend sind. Warum sind die hier alle interferierend? Ja, weil ich keine Detektoren in diesem Zwischenbereich Z1 aufgestellt habe, richtig? Wenn ich da irgendwo Detektoren hingestellt hätte, gut, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Da kann ich nicht einfach über alle Wege summieren, weil die ja dann anders eingehen. Ja? Aber dieses Ding hier, die Wahrscheinlichkeitsamplitude von XA zu XB zu kommen, das ist unser Pfadintegral, das wir gerade hingeschrieben haben. Aber Sie sehen, beim Doppelspalt will ich dann wirklich sagen, naja, ich gehe von XA zu XB und dann wieder von hier alle möglichen Wege, wie ich zu dem Punkt XC komme. Ich will ja letztlich die Amplitude von XA zu XC zu gehen ausrechnen. Und Sie sehen, jetzt beim Doppelspalt
hätte ich ja die andere Möglichkeit, ich könnte alle Wege hier zum Punkt xd mir angucken oder sagen wir mal xb', ja, xb und xb', hierhin angucken, von dort wieder alle nach dort. In diesen Zwischenräumen kann ich diese Amplituden aber sehr gut ausrechnen. Und dann würden Sie eben gerade kein Integral über diese Punkte hier machen, denn das Teilchen kann ja zum Beispiel gar nicht durch diesen Punkt durchgehen. Dann würden Sie also diese Einzelamplituden ausrechnen, aber statt über alle Zwischenpunkte zu summieren, weil Sie wissen, da kann es gar nicht durchgehen, machen Sie wirklich nur die Summe über den plus den und kein Integral mehr. Und dann müssten Sie eigentlich in der Gesamtgeschichte, hier nehmen Sie das Produkt und hier nehmen Sie auch das Produkt und diese beiden Produkte addieren Sie dann und dann müssten Sie ja tatsächlich die Übergangsamplitude von hier nach hier rausbekommen und dann müssten Sie eigentlich das Interferenzmuster rausbekommen. Okay? Also Sie sehen, wir haben jetzt so ganz elementare Dinge berechnet, uns immer überlegt, was sind die interferierenden Alternativen, wie setzen wir das zusammen, wie kommen wir von dort nach dort. Und Sie sehen jetzt hoffentlich so langsam Land, wie man tatsächlich diese Größe ausrechnet, die wir am Anfang da hatten. Okay? Gut. Aber das ist nur ein Einschub, das machen wir dann als Übungsaufgabe. Ich belasse es hier bei den elementaren Elementen, die für diese Rechnung relevant sind. Okay. Wenn es an der Stelle keine Frage gibt. Ja. XC. Es soll einfach nur ein anderer Punkt sein. Der Punkt A, B, B' C, bitte. Ja, genau. Ich wollte die nur unterschiedlich benennen. Weigen Sie das dann eigentlich mit Einheit aus, weil wenn man hier mit über diese XKs in die Orbit integriert, dann hat man eine andere Einheit, als wenn man da einfach so summiert. Ja. Wegen dieses Integrals, also weil die dx, weil das quasi Meter sind. Für jedes dx haben Sie einen Faktor a von Epsilon. Und es muss wohl so sein, dass diese Normierungsfaktoren dann dimensionsbehaftet sind. Um das auszugleichen, damit im Limit gar keine Dimension mehr da ist. Denn Sie wollen ja eine Amplitude haben, die kann ja keine Dimension haben, wenn Sie vorher einen Grenzwert genommen haben. Da muss ja quasi jedes Folgenglied muss ja die gleiche Dimension haben. Und dann müssen Sie die einfach wegnehmen. Das werden wir auch sehen, dass es so ist. Okay? Aber das ist in diesem A von Epsilon versteckt. Wenn das rein numerisch wäre, nicht dimensionsbehaftet, gebe ich Ihnen völlig recht. X ist nicht dimensionsbehaftet, denn die Wirkung hat Einheit Joule-Sekunden, Zeit mal Energie. H-Quer hat aber auch Zeit mal Energie, ist auch eine Wirkung, Wirkungsquantum, die gehen weg, dann bleibt nur I mal was Einheitenloses übrig, wie es sich für die Exponentialfunktion gehört, denn E hoch irgendwas mit Einheit, da haben Sie dann die Exponentialreihe, hätten Sie die Einheit plus die Einheit zum Quadrat plus die Einheit hoch 3, das addiert sich so schlecht auf, ja? Also E hoch Einheitenlos und hier haben Sie Meter mal Meter mal Meter, da muss dieses Ding immer 1 durch Meter sein, also dieses Objekt für jedes, also das K ist ja die Vielfachheit, A von Epsilon müsste eigentlich 1 durch Meter sein. Das werden wir sehen, ja? So, dann führen wir vor der Pause noch das zentrale Objekt der üblichen Formulierung der Quantenmechanik ein, nämlich sogenannte Wellenfunktionen. So. Sie können tatsächlich die Wellenfunktion, die wir einführen, als Funktion betrachten für alle Belange dieser Vorlesung und für sicherlich für alle Belange des Staatsexamens oder sonstiger Geschichten. Aber es stimmt nicht. Die Wellenfunktion ist keine Funktion. Und das fällt Ihnen so lange nicht auf, wie Sie meiner Vereinfachung in dieser Vorlesung Folge leisten können, nämlich vom physikalischen Raum oder dem Teil, der Sie interessiert, eine Karte zu wählen, in der die Koordinaten so gewählt sind, dass die Gamma-Symbole im newtonschen Raum oder aus der newtonschen Raumzeit alle verschwinden, zumindest die räumlichen. Wer sich an die Mechanikvorlesung aus dem letzten Semester erinnert, das ist ein Spezialfall, das ist gar nicht immer möglich, aber wenn das möglich ist, dann können Sie ohne Schaden die Wellenfunktion, die wir jetzt auch als Funktion einführen, dann ist das alles in Ordnung. Aber wehe, 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 das ist nicht möglich. Wehe, Sie sind auf einem gekrümmten Raum. Wehe, Sie wählen Polarkoordinaten.
sind auf einem flachen Raum und wählen Polarkoordinaten, das reicht schon. Sie brauchen gar nicht in den gekrümmten Raum zu gehen, sondern sie versuchen Quantenmechanik in Polarkoordinaten zu machen. Und das versucht man zu machen, zum Beispiel beim Wasserstoffatom, werden wir mit Sicherheit nicht in kartesischen Koordinaten rechnen, weil das Problem der Rotation symmetrisch ist, da gehen Sie in sphärische Polarkoordinaten. Wehe, 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 Sie wollen in Polarkoordinaten gehen und Sie versuchen dann, diese Quantisierung auszuführen, das geht schief. Und wenn man da hinschaut, wo es schief geht, ganz am Schluss stellt man fest, Donnerwetter, die Wellenfunktion ist gar keine Funktion. Und was ist sie sonst? Naja, sie ist ein Schnitt eines C-Linienbündels über dem Raum. Bündel hatten Sie im letzten Semester in der Mechanik kurz gehört. Jetzt haben Sie aber kein Tangentialbündel oder Kotangentialbündel, sondern an jedem Punkt des Raumes eine komplexe Achse angeheftet und betrachten Schnitte darin. Können Sie sagen, das ist ja genau wie eine Funktion. Sie geben zu jedem Punkt eine komplexe Zahl an. Ja, fast, aber global ist es nicht so. Und Sie können dann wieder einen linearen Zusammenhang, das kennen Sie auch aus der Mechanik, aber auf dem Kotangentialbündel und Tangentialbündel einen linearen Zusammenhang basteln und so weiter. Und dann kriegen Sie das unter Kontrolle. Aber ultimativ ist das Objekt, das in jedem, ja wirklich absolut jedem Lehrbuch Wellenfunktion heißt, ist eigentlich gar keine Funktion, wenn Sie sich nicht ganz willkürlich nur auf kartesische Koordinaten beschränken. Sie können diese Bemerkung jetzt alle wieder vergessen. Das Ding heißt bei uns Wellenfunktion, wird auch so behandelt. Damit verschreiben wir uns aber auf Gedeih und Verderb diesen kartesischen Koordinaten, die wir aber in der Vorlesung hier jetzt zugrunde legen. Okay, also das nur zur Erläuterung, falls Sie später große Theorie machen wollen und an der Stelle verzweifeln. Das ist die Richtung der Lösung an der Stelle. Brauchen wir nicht. So. Also ich entferne die Anführungszeichen wieder, die waren nur für meine kleine Brandrede gerade wichtig. Ja, ab jetzt sind die wieder entfernt. Wellenfunktionen. Also grob gesagt, Wellenfunktionen sind Wahrscheinlichkeitsamplituden, bei denen man vergessen hat, und man kann natürlich absichtlich vergessen, das heißt beziehungsweise ignoriert, vergessen hat, beziehungsweise ignoriert, beziehungsweise nie wusste, von wo aus, und das stelle ich in Anführungszeichen, von wo aus der Übergang erfolgt ist. Also es ist ein bisschen mysteriös. Ich versuche das nochmal hier klar zu machen. Also wenn wir jetzt hier irgendwo mit XA, mit unserem Teilchen starten und wir fragen, was ist denn die Amplitude an einem Punkt, den nenne ich jetzt nur noch x, und das da soll quasi so eine Achse sein, das ist die x-Achse, ja. Wir sagen, da ist x gleich 0 und da ist x gleich 1 und da ist x gleich minus 1. Also das x kann irgendwo auf dieser Achse sich bewegen. Und Sie können ja schon die Frage stellen, was ist die Amplitude dafür, dass das Teilchen bei xa startend bei x landet in einer Zeit groß t. Ja, wenn Sie sagen, ich gucke mir das an, was ist die Amplitude bei xa zu starten, bei x zu landen zum Zeitpunkt t, wenn der Zeitpunkt des Starts ta war? So eine Frage kann ich mir stellen, oder? Also zum Beispiel, wenn ich hier die Kanone hinstelle, mache gar keinen Doppelspalt, sondern einfach einen Schirm. Und dann frage ich mich, was ist die Amplitude? Und wenn da nichts dazwischen ist, kein Messgerät und so, hätte ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen bei xa startet und bei x landet, wie wäre die gegeben? Nur als Absolutbetragsquadrat dieser Amplitude. Richtig? Okay. Selbstverständlich, wenn ich auf diesen Punkt hier unten gucke, den kann ich jetzt auch x nennen, aber ich kann auch x' nennen, weil es ein anderer Punkt ist, aber das ist, die Idee ist immer noch dieses x. Die Wahrscheinlichkeit hier zu landen wäre das Absolutbetragsquadrat von xa nach x' ta, t. Also ich nehme die gleiche Zeit, ich gebe denen immer die gleiche Zeit, aber ich lande hier am anderen Punkt. So, und jetzt könnte es aber doch sein, und der Punkt ist, das wird man ja sehen, ne? Man wird hier ein Einschlagsmuster feststellen, beziehungsweise die Amplitude wird sein, wie sie ist.
Und jetzt könnte es ja sein, dass ich keinen blassen Schimmer habe, wo das Teilchen herkam. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Detektorschirm aus diesem Tisch mache und gucke da drauf und gucke da jetzt, wann irgendwelche Teilchen da einschlagen. Bück, da war jetzt ein Elektron. Ja, wo kam das her? Kam das von der Sonne oder kam das aus der Ecke? Weiß ich gar nicht genau. Ich sehe nur blick, 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 blick. Ich sehe da, da sind diese, ist dieses Einschlagsmuster. Und das Einschlagsmuster ist natürlich schon das absolut Betragsquadrat von diesem Phi, das über dieses x variiert. Das heißt, wenn Sie hier gucken, wie sich da das Einschlagsmuster verändert, dann verändern Sie natürlich nur dieses x hier, ich mache es jetzt mal gelb, nur dieses x bewegt sich, alles andere bleibt irgendwie gleich. Gut, man könnte noch sagen, Sie wissen gar nicht, wie lange das geflogen ist, da können Sie noch über die Zeit integrieren, was auch immer. Aber im Prinzip können Sie sich das angucken. Und jetzt ist aber natürlich klar, wenn hier gar kein Schirm steht, ich habe jetzt gar kein Einschlagsmuster, sondern da ist einfach nichts, das ist nur ein gedachter Schirm ohne Messapparat, dann kann ich natürlich fragen, ja, was ist denn dann hier hinten die Amplitude? Wir würden sagen, ja gut, das wissen wir inzwischen. Ich kann von hier nach hier gehen, auf allen möglichen Wegen kriege ich meine Amplitude. Ich kann jetzt von hier nach da hinten gehen, auf allen möglichen Wegen, ja, und dann kriege ich wieder meine Amplitude. Ich muss die so zusammensetzen. Okay, wenn ich jetzt wirklich von hier nach hier will, dann muss ich die über alle Zwischenpunkte hier zusammensetzen. Richtig? Also ich könnte jetzt auch von hier nach hier gehen, irgendwelcher Weg, und dann hier weitergehen, muss darüber integrieren. Aber es ist Ihnen, sobald Sie die Amplitude hier wissen, ist Ihnen egal, wo die herkam. Dann nehmen Sie einfach diese Amplitude und multiplizieren die mit dieser Amplitude und Sie wissen, wo Sie landen, richtig? Denn Amplituden multiplizieren sich, das haben wir gerade eben gesehen. Das heißt, sobald Sie mal hier die Amplitude für jeden Punkt wissen, können Sie eigentlich vergessen, wo das vorher herkam, Sie brauchen es auch gar nicht zu wissen. Vielleicht sähe diese Amplitude anders aus, wenn Sie von hier kämen. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die Amplitude hier dann anders aussieht. Aber gut, dann sieht sie anders aus, aber Sie nehmen die und kombinieren sie mit der Amplitude und kriegen Ihr Endergebnis. Also kurz gesagt, es macht häufig Sinn, gar nicht mehr wissen zu wollen, wo es herkommt. Dann kann ich es natürlich nicht mehr ausrechnen, dann kann ich es nur noch annehmen, es sieht so und so aus. Aber einfach nur die Amplituden hinzuschreiben. Und das ist die Idee der Wellenfunktion. Sie ignorieren, was vorher war. Definition: Die Wellenfunktion, das ist ein Objekt, das heißt Kleinphi. Und lassen Sie kurz ein bisschen Platz. Das geht vom r hoch 3, und natürlich kann es vom r hoch 10 gehen, je nachdem, was Sie für ein physikalisches Problem haben, aber vom physikalischen Raum. Vom r hoch 3, wohin? Naja, in die komplexen Zahlen, es soll ja eine Amplitude sein. Und es ist so definiert, dass Sie zu diesem Ort x, ja, x-Vektor, was auch immer, assoziieren Sie eine Amplitude groß Phi. Das kann von irgendwo herkommen. Das könnte zum Beispiel von einem xa kommen und Sie gehen zu diesem Punkt x, Sie starten zu irgendeinem Zeitpunkt ta, wie auch immer, gehen bis zu einem Zeitpunkt t. Und Sie sehen, dieses x hier, von dem die Wellenfunktion abhängt, das ist dieses x. Dieses ta und xa ist eigentlich egal. Also Sie kommen von dort her, dann kriegen Sie eine Funktion. Wenn Sie von woanders her kommen, kriegen Sie halt eine andere Funktion. Es gibt verschiedene Wellenfunktionen, die Sie hier haben könnten. Und welche es ist, hängt natürlich von der Geschichte ab. Also Sie ignorieren die Geschichte, aber Sie ignorieren nicht den Effekt der Geschichte. Also ich muss nicht wissen, wo meine Urgroßmutter sich rumgetrieben hat, um zu wissen, dass mein Vater geboren wurde. Ja, also der Effekt ist da und ich habe die Gene, die ich habe, weil meine Urgroßmutter dort war, wo sie war. Ja, Sie wissen schon. Also das hat dann schon diesen Effekt, aber ich muss es nicht wissen. Ja, das ist der Punkt. Und jetzt sehen Sie, aber was ich schon irgendwie missen muss, ist, wie viel später und in der Tat die Wellenfunktion. Sie sehen, eine Funktion ist ja immer das Objekt. Und wenn ich dann was einsetze, habe ich den Funktionswert. Aber das Objekt, da ist der Funktionswert noch nicht eingesetzt, aber dieses t, das setze ich schon ein. Also ich habe eine Wellenfunktion zum Zeitpunkt t. Und diese Zuordnung heißt ja nichts anderes, als dass man hier definiert, dieses Ding ist dann phi von x, t. Aber die Funktion ist nur phi. Und das t muss ich aber auch geben, weil ich die Wellenfunktion nur über den Ort variieren lasse. Und ich habe dann zum anderen, zum späteren Zeitpunkt eine neue Wellenfunktion, nämlich phi von offener Slot t'. Okay? So,
So, das ist die Wellenfunktion. Und wie Sie sehen, notiere ich da gar nicht mehr, wann ich von wo komme. Es könnte auch irgendwas anderes hier rechts drüben stehen. Ich notiere nur noch das Ergebnis, wie ist die Amplitude überall hier. Das ist die Idee. Okay? So, das ist die Wellenfunktion. Und weil die Wellenfunktion aber eine Wahrscheinlichkeitsamplitude ist oder aus einer Wahrscheinlichkeitsamplitude gebaut werden kann, kann ich auch Wellenfunktionen in der Zeit weiterentwickeln, indem ich unsere Produktformel benutze. Und das wollen wir doch noch hinschreiben. Und dann machen wir Pause. Also wenn Sie die Schrödinger-Gleichung schon mal gesehen haben in der Experimentalphysik oder irgendwo, ja, dieses kleine Phi, das ist die Wellenfunktion, die in der Schrödinger-Gleichung vorkommt. Und die Schrödinger-Gleichung verbindet dann auch die Ortsabhängigkeit mit der Zeitabhängigkeit der Wellenfunktion. Denn in der Schrödinger-Gleichung kommen partielle Ableitungen nach den Ortskoordinaten vor und aber auch eine Ableitung nach dieser Zeit. Okay, aber dazu kommen wir. Die leiten wir nämlich her, die Schrödinger-Gleichung. So, Beobachtung. Ja, was ist die Beobachtung? Ich will irgendwie ausrechnen, was ist denn die Wellenfunktion an einem Punkt Y zu einem Zeitpunkt, oder sagen wir an einem Punkt X quer zu einem Zeitpunkt X quer. Das Ding will ich ausrechnen. Phi von X quer, T quer. Und ich kann ja sagen, diese Wellenfunktion, das ist irgendwie der Übergang irgendeines Teilchens, wenn wir von einem Teilchen reden, das ist für irgendeins, aber irgendeins ist es schon, ich weiß es nur nicht, aber ich nehme an, es ist irgendeins, dass ich von irgendeinem xa zu meinem Punkt x bar gekommen bin, bei ta startend zu diesem Zeitpunkt t bar. Ja, also kurz gesagt, ich weiß zwar nicht, welcher Punkt es ist, aber irgendeiner ist es und den substituiere ich hier. Ja, für geeignete XATA. Das ist die Idee, wenn ich wirklich nur ein Teilchen habe, dann muss es ja zum Zeitpunkt, dann muss es nicht, aber ich könnte eine Präparation gehabt haben, dass es von dort herkommt. Wenn das aber so ist, dann kann ich ja einen beliebigen Zwischenzeitpunkt einführen. Und den nenne ich mal T und also hier beliebiger Zwischenzeitpunkt T, den denke ich mir einfach, den führe ich ein. Und da ich aber nicht weiß, wo ich bei dem Zwischenzeitpunkt T war, muss ich über alle X, die zu diesem T gehören, integrieren, die nenne ich jetzt einfach nur DX. Und weiß dann, diese Amplitude muss sein, die von xa zu diesem Zwischenzeitpunkt x gekommen zu sein, ausgehend von ta zu diesem Zwischenzeitpunkt t, mal von diesem Zwischenpunkt x weitergelaufen zu sein, bis zu meinem Endpunkt x bar, wobei ich natürlich bei der Zwischenzeit t starte und bei der Endzeit t bar aufhöre. Nee. Moment, das wollte ich das haben? Ja, das wollte ich haben. Denn dieses Ding hier, da vergesse ich jetzt wieder die Anfangspunkte, xata. Das ist eine Wellenfunktion, die mir zu einem Zeitpunkt, zu einem Zwischenzeitpunkt t angibt, die Wahrscheinlichkeitsamplitude am Punkt x zu sein. Und was ich hieraus ablese ist, dass ich die Wellenfunktion rekonstruieren kann zu einem späteren Zeitpunkt t bar größer t, also daraus folgt, für einen Zeitpunkt t bar größer t kann ich die Wellenfunktion konstruieren als das Integral dx über x bis x bar, t bis t bar aus der Wellenfunktion zum Zeitpunkt t.
Das heißt, wenn Sie die Wellenfunktion zum Zeitpunkt t kennen, können Sie die Wellenfunktion zu einem späteren Zeitpunkt voll konstruieren. Warum steht hier x bar und nicht x? Naja, Sie müssen die für jedes x kennen, damit Sie integrieren können. Und Sie kriegen sie aber auch wieder für jedes x bar raus. Deswegen steht da x und x bar. Ja? Also das ist die Wellenfunktion zum Zeitpunkt t bar an einem beliebigen Punkt x bar, also der Funktionswert an einem beliebigen Punkt x bar, können Sie auf diese Weise konstruieren, aus der vollen Kenntnis der Wellenfunktion zu einem früheren Zeitpunkt. Und das ist genau das Bild, das ich da oben gemalt habe. Wenn Sie hier auf dieser ersten Achse nach diesem schraffierten Bereich die Wellenfunktion kennen, können Sie die Wellenfunktion zu einem späteren Zeitpunkt an allen Orten wieder konstruieren, indem Sie hier mit dieser Übergangsamplitude multiplizieren. Also kurz gesagt, die Wellenfunktion gibt Ihnen die Anfangsbedingungen, um die Wellenfunktion später auszurechnen, zu einem späteren Zeitpunkt. Und was ist das, wenn ich weiß, wie etwas jetzt ist und ich kann ausrechnen, wie es dann nachher ist? Das ist die Dynamik. Ja? Gott braucht das nicht. Der allwissende Gott, der das ganze Universum auf einmal sieht in Raum und Zeit, der muss nicht irgendwie gucken, der muss es nicht ausrechnen, was ist morgen irgendwo, der guckt einfach auf seine Raumzeit und sagt, da ist es. Also zumindest mal klassisch gesehen. Aber Menschen, wir brauchen Dynamik. Ja? Gott braucht keine Dynamik, aber Menschen brauchen Dynamik. Wir müssen aus Kenntnis von einem Zustand, von einer Situation, von Daten jetzt, müssen wir die Daten morgen ausrechnen können. Und es stellt sich raus, ich kann ignorieren, wo die Daten heute herkamen. Ich muss sie nur wissen und kann dann die Daten morgen ausrechnen. Das ist ganz gut. Stellen Sie sich mal vor, es wäre nicht so, dass ich ignorieren könnte, wo die Daten heute herkommen. Ich habe die Daten heute vielleicht, ich nehme sie an oder was auch immer und kann sie morgen ausrechnen. Wenn ich wissen müsste, wo die Daten heute herkommen, müsste ich ja quasi, sagen wir mal, Urknallmodell oder so, müsste ich am Anfang des Universums wissen, wie die Daten waren, um überhaupt die Daten morgen zu verstehen. Aber es reicht, die ganze Geschichte zu ignorieren, nur zu wissen, was heute ist und von heute auf morgen weiterrechnen zu können. Wenn das nicht so wäre, hätten wir Schwierigkeiten, Physik zu machen. Und in der Quantenmechanik bleibt es so. Und wenn man mit den Übergangsamplituden rechnet, hätte man befürchten können, dass man wissen musste, wie es ganz, ganz am Anfang im Universum aussah. Aber diese Wellenfunktionskonstruktion, die zeigt, die macht das nicht, sondern sie zeigt, dass ich das ignorieren kann und trotzdem aus Daten heute, nämlich aus Wahrscheinlichkeitsamplituden heute, die Wahrscheinlichkeitsamplituden morgen ausrechnen kann. Und was wir nach der Pause machen, um 20 nach, ich zeige Ihnen, wie man aus dem Pfadintegral die Differentialgleichung extrahiert, die diese Wellenfunktion beherrscht. Und wenn Sie die dann lösen für die verschiedenen Fälle, kriegen Sie die Vorhersagen der Quantenmechanik. Also bitte pünktlich 20 nach. So, dann kommen wir jetzt zum Kulminationspunkt der heutigen Vorlesung. Wir leiten nämlich jetzt die Schrödinger-Gleichung her. Und in dieser Herleitung werden wir feststellen, wie dieser Normierungsfaktor aussehen muss. Das heißt, dieser Abschnitt dient zwei Zielen. Also viertens Schrödinger-Gleichung. Für Wellenfunktionen. Wir hatten eben diese Beziehung hergeleitet, also wir erinnern uns, daran, dass die Wellenfunktion an einem Punkt, den ich jetzt mal xb nenne, zum Zeitpunkt tb, die konnte ich ausrechnen aus der Wellenfunktion zu einem früheren Zeitpunkt, indem ich hier eine Übergangsamplitude phi gebastelt habe, von xa nach xb, ta nach tb und hier einfach die Wellenfunktion zu xa, ta schon gewusst habe. Und ich muss dann aber hier noch über die xa integrieren. Das war unsere Formel für dieses Weiterentwickeln in der Zeit. Ja, ich brauche also dieses Integral über den Raum und hier dann doch diese Übergangsamplitude. Aber wir möchten jetzt diese ganze Formel frei machen von der Übergangsamplitude und nur noch eine Bedingung an die Wellenfunktion selbst stellen. Und selbstverständlich werden wir da alles nutzen, was wir bisher gelernt haben, nämlich zum Beispiel, wie ich dieses Objekt hier, diese Übergangsamplitude, durch ein Pfadintegral
ausdrücke. Und die Idee ist jetzt, lassen Sie uns versuchen, eine Differentialgleichung dafür herzuleiten. Und wenn Sie eine Differentialgleichung herleiten, dann wollen Sie immer ein Objekt anschauen. Gibt es noch eine Frage? Okay. Dann wollen Sie immer das Objekt anschauen und ein klein bisschen später anschauen und dann vergleichen. Und nun haben wir aber doch schon diese diskreten... Gibt es ein Problem? Oder? Gut, bitte. Jetzt haben wir schon diese diskreten Zeitschritte und deswegen betrachten wir das Ganze jetzt für einen Spezialfall. Nämlich für den Spezialfall, dass dieser zweite Zeitpunkt nur um einen diskreten Zeitschritt von dem ersten Zeitpunkt abweicht. Also wir nehmen jetzt einen dieser kleinen diskreten Zeitschritte, die wir die ganze Zeit betrachtet haben. Und die Idee ist natürlich, weil wir nachher so das n groß machen, wird das Epsilon beliebig klein. Also wir können jetzt diese üblichen Physikerspielchen spielen. Das Epsilon ist klein, wir können das Epsilon-Quadrat vernachlässigen, auf jeden Fall so klein, beliebig klein machen und so weiter. Wir schauen uns das also für diesen Fall an. Und was dann da steht, ich schreibe die Formel da oben nochmal hin, es ist ganz nützlich, das einmal sauber hinzuschreiben. Wir gucken jetzt immer noch auf den Punkt xb, aber eben zum Zeitpunkt ta plus epsilon. Und wenn ich das auf der rechten Seite dann einsetze, dann bekomme ich hier rechts Integral dxa, das stand ja da. So, und jetzt werde ich gleich mal dieses Objekt hier ersetzen durch das zugehörige Pfadintegral. Okay? Und wie ging das? Ich muss vom Anfangspunkt zum Endpunkt gehen und muss dann das lauter Integrale hinschreiben, dx1, dx2 bis dxn-1, richtig? Aber nur über diese Zwischenpunkte muss ich integrieren, nicht über die festgehaltenen Endpunkte, richtig? Dann in einen Rechenschieber. Aber wenn ich doch nur einen Epsilon Schritt weit gegangen bin, dann ist der nullte Punkt ist der Anfangspunkt, da wird nichts integriert. Aber der nächste Punkt nach dem ersten Epsilon-Zeitschritt ist ja schon der Endpunkt, richtig? Das heißt, wie viele Zwischenintegrale habe ich denn da? Gar keins mehr. Das heißt, hier stünde im Prinzip Integral dx1 bis dxn, aber weil ich nur einen Diskretisierungsschritt weitergehe, ich soll das hier vermerken, das ist nur ein Diskretisierungsschritt, weil ich nur einen Diskretisierungsschritt weitergehe, stehen halt gar keine Integrale mehr. Und alles, was da noch steht, ist der Normierungsfaktor a von Epsilon hoch wie viel? Ja, hoch n, hoch Anzahl der Diskretisierungsschritte. Ich habe aber nur einen Diskretisierungsschritt gemacht, also von mir aus hoch 1. Machen wir keinen Strich, damit es nicht wie eine Ableitung aussieht. Ja, ja, und dann steht da exp i durch h quer. Und was steht da? Naja, da steht das, die Wirkung, aber die Wirkung ist ja ein Integral. Und zwar das Integral von ta bis tb, aber tb ist ta plus epsilon, richtig? Diesen Diskretisierungsschritt weiter, mal dt, das ist dt aus dem Wirkungsintegral. Und dann steht da die Lagrange-Funktion, aber ich schreibe die noch als funktional hin, von diesem Weg, aber der Weg ist jetzt ziemlich kurz. Der Weg geht wirklich nur x0 ist xa bis zu xb. Ja, er hat wirklich nur zwei Punkte, dieser Weg. Es gibt gar keine Zwischenpunkte, weil ich nur einen Diskretisierungsschritt weit gegangen bin, richtig? Und fertig. Und wie gesagt, hier, wo nichts steht, ja, schreibe ich einfach mal keine Zwischenschritte. Und keine Zwischenschritte übersetzt sich hier in keine Integrale über die Schiebepositionen zwischen den Anfangs- und den Endpunkten. Ja, damit haben wir uns die Sache schon ziemlich erleichtert, aber weil wir auch eine Differentialgleichung wollen, macht es ja auch Sinn. Wir gehen so ein kleines Stückchen so kurz wie möglich. So, ja gut, das steht da. Ah ja, natürlich, vielen Dank, vielen, vielen Dank, genau. Also wir haben den Anfangs-, den Endpunkt, das haben wir schon ersetzt, xa, xb bleiben, ja, sehr gut, vielen, vielen Dank. Phi von xa, ta. So. Also soweit ist eigentlich gar nichts passiert, wir haben nur genutzt, was wir wissen.
So, wie machen wir jetzt an dieser Stelle weiter? Jetzt schauen wir uns als nächstes an, ob wir hier nicht vielleicht doch das Integral hier auch noch loswerden können. Und dann sagt man jetzt, naja, wie will man das loswerden? Da steht ja so eine allgemeine Lagrange-Funktion. Aber probieren wir es mal. Ist gleich Integral dxa mal 1 durch den immer noch unbekannten Normierungsfaktor mal exp i durch h quer. Ja, aber jetzt, das ist ein Integral über ein ganz kleines Stückchen. Und dieses Integral über das ganz kleine Stückchen über eine stetige Funktion, die Lagrange-Funktion ist stetig, da kann ich ja quasi wirklich einfach die Höhe des Rechtecks machen, wie im Riemann-Integral. Das heißt, ich nehme einfach die Intervallbreite mal der Funktionswert, entweder am linken Rand oder am rechten Rand oder in der Mitte. Genau das mache ich. Ich schreibe das hier hin, i durch h quer, und sage einfach die Intervallbreite, das ist nämlich einfach mal Epsilon, das ist schon die Breite des Rechtecks. Und jetzt nehme ich noch den Wert von L. Und wenn wir jetzt mal sagen, dass L hängt jetzt als Funktion ab von x und x Punkt, da muss ich jetzt den Funktionswert von x irgendwie bestimmen. Den kann ich am linken Intervallrand nehmen, am rechten Intervallrand. Wahrscheinlich die beste Lösung ist, wenn die Funktion irgendwie so verläuft, sie in der Mitte zu nehmen. Dann steht es hier ein bisschen über das Rechteck und hier ein bisschen drunter. Dann ist es ziemlich genau. Klar? Also werde ich einfach das x ersetzen durch xa plus xb halbe. Ja, also das ist die Idee dahinter hier. Ist, wenn Sie eine Funktion haben, die irgendwie so verläuft und Sie integrieren die aber nur über ein kurzes Stückchen der Breite Epsilon, dann nehmen Sie den Funktionswert in der Mitte, dann haben Sie hier ein bisschen unterschätzt und hier ein bisschen überschätzt, aber das ist ziemlich gut, wenn Epsilon ziemlich klein ist, richtig? Genau das machen wir. Epsilon ist ziemlich klein, nämlich beliebig klein. Das ist die Abhängigkeit von dem x überintegriert mal Epsilon Breite, aber das L hängt ja auch von der Geschwindigkeit ab, vom x-Punkt. Aber wenn Sie auch zwei Orte haben in der kartesischen Karte nah beisammen, ja, was ist denn dann das x-Punkt? Das ist einfach die Durchschnittsgeschwindigkeit. Was ist die Durchschnittsgeschwindigkeit? Naja, das ist Zielort in kartesischen Koordinaten minus Anfangsort geteilt durch Delta T. Aber Delta T ist unser Epsilon, richtig? Denn wir haben das Zeitschrittchen Epsilon gemacht. Der Ort hat sich geändert um xb minus xa, ist Delta S durch Delta T. Auf einem kleinen Zeitintervall ist die Durchschnittsgeschwindigkeit so gut wie die Geschwindigkeit. Ja? Das ist die Idee. Ja, fertig, ne? Klammer zu. Und dann kommt wieder Phi von xa, ta. So, und jetzt machen wir es noch ein bisschen konkreter. Und da werde ich Ihnen auf dem Übungsblatt dann andere Beispiele nehmen. Jetzt nehmen wir mal ganz konkret ein Teilchen der Masse M. Teilchen Masse M im Potential V. Potential V. Und was bedeutet das? Na, das bedeutet, dass die Lagrange-Funktion ist M halbe und in einer Dimension. Dim gleich 1. Also ein eindimensionales Problem, da ist die Lagrange-Funktion m halbe x Punkt Quadrat minus v von x. Das kennen Sie, ne? L von x und x Punkt ist der kinetische Term, ein halb m v Quadrat. Und weil wir hier in einer Dimension sind, müssen wir uns um eine Metrik nicht kümmern, um alles. Also es ist einfach x Punkt Quadrat minus v von x. Kennen Sie alle, ja? So, wenn wir das für den konkreten Fall betrachten, also jetzt nicht die Übergangsamplitude für einen Walfisch ausrechnen, der rotiert, sondern für ein Punktteilchen im Potential V, dann können wir das noch ein bisschen konkreter machen und konkret macht Spaß. Dxa 1 durch a von Epsilon mal exp. Na, Sie sehen schon, die Lagrange-Funktion ist eine Summe. Da ist e hoch Summe, aha, da mache ich, kann ich das für die beiden Summanden, e hoch kann ich separat machen. Da steht exp I Epsilon M durch 2H quer, ich habe einfach dieses M halbe da mitgenommen, X Punkt Quadrat, ja, aber X Punkt ist in unserer Näherung das ist XB minus XA durch Epsilon in Klammern zum Quadrat. Das nimmt diesen Term, E hoch das, kann ich natürlich mal Exp von schreiben. Jetzt kommt Minus, da steht aber das da davor, da steht also Minus I Epsilon durch H quer
V von, ja, V von was? Naja, V von diesem Mittelpunkt. Den haben wir uns jetzt halt nur mal eingehandelt, diesen Mittelpunkt, weil wir so besonders genau sein wollten. Da steht er. Und dann steht hinten dran Phi von xata. Ja, so ungefähr sieht es aus, aber das sieht irgendwie immer berechenbarer aus, weil hier steht dxa, das ist irgendwas quadratisch mit xa, ja, da ist noch so eine hässliche Funktion dazwischen, na, gucken wir mal. Ja, es wird immer hübscher. Okay. Jetzt verschlanke ich mal die Notation ein bisschen. Ich nenne jetzt xb, nenne ich einfach x, und ta nenne ich t, und xa nenne ich y. Sie können jetzt sagen, was ist das für eine komische Zusammenrottung, aber gut, ist einfach Kurznotation, okay? Wir tun nichts anderes als die Objekte anders benennen, okay? Und wenn ich das tue und hinschreibe, was ich da zuvor hatte, gut, das ist jetzt relativ einfach, das ist Phi von x, t plus Epsilon ist gleich Integral dy, ne, Sie sehen, xa ist y geworden, 1 durch a von Epsilon mal exp von i Epsilon m durch 2h quer. Und hier steht jetzt x minus y durch Epsilon in Klammern zum Quadrat mal exp, und da steht minus i Epsilon durch h quer, v von x plus y halbe, geschweifte Klammer zu, und phi von y, t. Okay, so, das ist jetzt mal unser erster Zwischenschritt hier, mit dem arbeiten wir gleich weiter. Gibt es eine Frage bis hierher? Okay. So, und jetzt schauen wir uns diesen Ausdruck mal ganz scharf an, und insbesondere schauen wir uns hier oben, Moment, nochmal mit da hier runter vielleicht dann doch. Und insbesondere schauen wir uns jetzt mal hier diese erste Exponentialfunktion an. Das x soll ja vorgegeben sein. Ich möchte diese Größe ausrechnen bei x. Also wenn ich das für ein konkretes x ausrechnen will, habe ich das x hier festgehalten. Was aber nicht festgehalten ist, das y, denn über y integriere ich. Und jetzt ist das da irgendwie sowas mit x, also der Unterschied zwischen x und y zum Quadrat. Aber da ist auch ein i davor, das heißt, es ist ein Term, der die ganze Zeit oszilliert. Ja? Geht immer so im komplexen Einheitskreis um. Und wenn man sich das genau anguckt, für x und y, die weit auseinander liegen, wo also die Differenz groß ist, wenn das y sehr, sehr groß wird, zum Beispiel gegenüber dem x, ja, dann ändert sich dieser Term einfach nur so, wie sich das y ändert. Also wenn sich das y ein bisschen ändert, ändert sich dieser Term ein bisschen. Aber hier, wenn sich das y ein bisschen ändert durch das Quadrat, oszilliert dieser Term wie wild. Und wenn der dann so ist, und im nächsten Moment ist er so, und im nächsten Moment ist er so und so, dann trägt, wir erwarten zumindest, dass zu diesem Gesamtintegral, welches ich über die y's integriere, fast nur Beiträge kommen, wo das x von dem y, wo das y von dem x sich gar nicht so arg unterscheidet. Also nur wenn die Differenz klein ist, oszilliert das so langsam, dass die Summanden im Integral positiv interferieren, ja, also wirklich einen Beitrag liefern. Denn wenn ich da weit weg bin, dann oszilliert das so stark plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, dass sich das quasi wieder gegenseitig weghebt. Das ist kein besonders scharfes Argument, aber es motiviert uns anzuschauen, und dann gucken wir auch gleich, ob das geht, es motiviert uns anzuschauen. Also erster Exp-Faktor oszilliert sehr stark für x minus y sehr groß. Betrachte y als x plus Eta, also als, schreibe das
y als eine Abweichung von x um Eta. Und an dieser Stelle nehmen wir noch gar nicht an, dass Eta klein ist, aber das ist natürlich der nächste Schritt, der dann kommt. Wir wollen nur Ys betrachten, die von dem x wenig abweichen, denn das werden die wesentlichen Beiträge zu diesem Integral sein. Ob es wirklich so ist, sehen wir gleich. Das ist auf jeden Fall die Motivation, das anzugucken. Wir kriegen nämlich daraus dann Folgendes. Das ist aber einfach nur ein Umschreiben. Also es ist eigentlich noch gar nichts passiert. X von t plus y ist gleich Integral. Wenn y gleich x plus Eta ist, aber x ist fix, weil ich links sage, ich möchte jetzt für ein konkretes x ausrechnen, dann ist das dy wird zum d Eta. Das ist Maß. Dann steht da 1 durch a epsilon, a von epsilon. Dann kommt e hoch i epsilon m, also x i epsilon m durch 2h quer. Und was kommt dann? Kommt x minus y, das ist aber ein Eta, x minus y oder minus Eta, aber Eta Quadrat durch Epsilon Quadrat. Da kann ich also dieses Epsilon hier wegmachen, dann bleibt das Epsilon unten übrig und dann steht hier einfach nur noch ein Eta Quadrat, richtig? Richtig. Und da hinten steht x von und da steht minus i Epsilon durch h quer. V von x plus y, was ist denn das? X plus y ist x plus Eta, ist also 2x plus Eta, aber alles halbe ist x plus Eta halbe. Geschweifte Klammer zu. Und hier hinten steht wieder Phi von y, aber y von t können wir schreiben als x plus Eta von t. Jetzt haben wir alles ausgedrückt durch das x auf der linken Seite und durch die Integrationsvariable Eta. Besonders viel ist noch nicht passiert. Und jetzt können wir dieses Oszillationsargument nochmal diskutieren. Dieser Term wird wenig oszillieren für, ja, oszilliert nur schwach und trägt damit dann bei, oszilliert nur schwach für, ja für was? Wenn Eta ungefähr von der Ordnung Wurzel aus 2h quer oder ohne das 2h quer Epsilon durch m ist. Also für etwas von dieser Ordnung oszilliert es nur schwach und dafür trägt es bei. Das heißt aber, wenn wir Terme in der Ordnung Epsilon behalten wollen, denn das ist ja unsere Idee, kleiner Zeitschritt, Terme in der Ordnung Epsilon behalten, müssen wir Terme in der Ordnung Eta Quadrat behalten, um konsistent zu sein. Also hieraus folgt, wenn wir wie gedacht, von Anfang an, wie gedacht, Terme linear in Epsilon behalten, was natürlich hier implizieren soll, höhere Ordnungsterme werfen wir weg, linear Epsilon behalten, dann müssen wir auch wegen dieser Überlegung Terme quadratisch, also bis zu quadratisch, in Eta behalten. Und die werden wesentlich beitragen. Und genau das tun wir. Okay, also das ist die Überlegung an dieser Stelle. Und das ist halt dieses typische Infinitesimalargument. Das könnte man auch anders machen, indem man gleich mal ableitet und so. Aber das gibt dann genau das. So, ja gut, und wenn wir das tun, dann kriegen wir das Folgende. Das ist dann gleich Integral d Eta 1 durch a von Epsilon mal. So, jetzt habe ich zwar gesagt, wir behalten Terme höchstens quadratisch in Eta. Und wenn Sie jetzt diese E-Funktion expandieren, kriegen Sie den nullten Term 1 in Eta expandieren. Nullten Term 1 plus den linearen Term Eta Quadrat, ja, durch Epsilon, plus, und dann geht es so weiter. Aber den Term, das ist ja immer so bei so Näherungssachen, es ist ganz geschickt, den jetzt mal zunächst noch nicht zu nähern, sondern exakt mitzunehmen. Da werden einfach unsere Integrale gleich ganz einfach. Okay? Also den lassen wir einfach stehen, obwohl wir den schon nähern könnten. Aber nähern können heißt ja nicht nähern müssen. Der bleibt erstmal so stehen, wie er da steht. Aber hier hinten den Term, das gucken wir uns gleich an. Wir machen nämlich jetzt hier die E-Funktion. Da machen wir jetzt, der nullte Term ist eine 1, dann kommt der lineare Term, der ist minus i epsilon durch h quer v von x plus eta halbe, was da steht.
Aber wenn Sie sich das jetzt anschauen, der ist ja schon linear in Epsilon. Und jetzt könnten Sie das V in dem Eta expandieren, dann bekämen Sie den nullten Ordnungsterm V von x plus den ersten Ordnungsterm Eta mal die Ableitung von V in x, aber dann stünde da Epsilon mal Eta. Aber das ist schon zu viel, das ist ja schon Epsilon hoch 3 halbe, den wollten wir gar nicht mehr mitnehmen. Das heißt, an dieser Stelle benutze ich schon die Näherung und kann einfach V von x schreiben. Und dann kommen natürlich nur noch höhere Ordnungsterme aus der Exponentialreihe in Epsilon, die lasse ich alle weg. Also dieses Ding ist einfach das zu der Näherung, die wir nehmen wollten. Und dann steht hier hinten dran noch das Phi. Und das expandieren wir jetzt aber mal wirklich in Epsilon. Da haben wir nämlich Phi von x an der Stelle t plus Eta mal die Ableitung von Phi, ich schreibe es mal in dieser hässlichen Schreibweise, Ableitung von Phi nach dem x-Argument an der Stelle x und t plus ein halb mal Eta Quadrat, Ableitung von Phi nach x, aber die zweite Ableitung an der Stelle x von t. Und dann hören wir auf, weil wir insgesamt höchstens Eta Quadrat angucken wollen. Und dann müssen wir gucken, was in dem Produkt überhaupt noch übrig bleibt. Aber ist klar, wenn ich dieses Phi von x bis Eta expandiere in Eta, dann kriege ich diese Terme 0. Ordnung, 1. Ordnung, 2. Ordnung nach der Taylor-Entwicklung. Ist klar? Okay. So. So, und das allererste, was wir jetzt tun, wir gucken uns jetzt mal auf der linken und der rechten Seite den nullten Ordnungsterm an. Also wir haben Epsilons und Etas, aber wir wollen nur bis linear in Eta und höchstens quadratisch in linear in Epsilon, höchstens quadratisch in Eta gehen. Aber Epsilon mal Eta wäre auch schon zu viel. Und was wir jetzt tun, wir gucken uns jetzt mal die linke und die rechte Seite in Epsilon expandiert an. Also betrachte nullte und erste Ordnung in Epsilon auf linker und rechter Seite. Na gut, das ist ganz einfach. Das ist Phi von x an der Stelle t plus Epsilon mal die Ableitung von Phi nach T an der Stelle X von T. Höhere Ordnung gucken wir uns nicht an, dass die linke Seite Taylor expandiert in Epsilon bis zu dieser Ordnung. Und jetzt auf der rechten Seite gucke ich mir das an. Aha, aha, aha. Da habe ich noch dieses d-Eta-Integral. Ja, das muss ich gleich noch verarzten. Aber da steht auf jeden Fall mal Integral d-Eta 1 durch A von Epsilon. Den kennen wir immer noch nicht. Dann steht da dieses Ding exp von im durch 2h quer Epsilon Eta Quadrat. Das steht uns ziemlich im Weg. Aber jetzt, wenn wir den nullten Ordnungsterm angucken, was trägt denn da zum nullten Ordnungsterm bei? Da kann ich aus der zweiten Klammer die 1 nehmen, mal 1, okay. Und aus der zweiten Klammer das Phi von x, t. Und mehr kann ich nicht nehmen, weil alles andere schon entweder ein Eta davor hat oder ein Epsilon. Und jetzt steht zwar hier auch ein Epsilon drin, aber Sie wissen, Epsilon Eta Quadrat, das da gibt auch einen nullten Ordnungsbeitrag, den gucken wir uns gleich an. Den lasse ich aber mal so weit stehen. Das ist also das hier plus Integral d Eta. Jetzt schreibe ich schon wieder 1 durch A von Epsilon exp im durch h quer, 2h quer Epsilon, Eta Quadrat. So, und jetzt kommen die linearen Terme. Linear wären, also in Epsilon linear, das Eta ist aber eine Wurzel aus Epsilon, die muss ich mitnehmen. Dann nehme ich erstmal diesen, okay, jetzt nehme ich erstmal diesen Epsilon-Term hier, also Klammer auf, minus I Epsilon durch H quer V von X. Das ist auf jeden Fall ein Term linear in Epsilon. Aber dann kann ich da hinten die nicht mehr nehmen, da kann ich nur noch nehmen Phi von x, t. Und dann kann ich da nochmal die 1 nehmen und da noch diese beiden Eta-Terme, also plus Integral d Eta
x von I m durch 2 h quer epsilon eta Quadrat mal, naja, da kommt eta mal d phi nach dx plus eta Quadrat halbe mal d2 phi nach dx Quadrat. Genau, also diese Integrale habe ich hier. Und das Eta, das geht von minus unendlich bis plus unendlich. Ich kann ja da beliebig abweichen. So, und was ich jetzt mache, ist scharf gucken. Und scharf gucken führt auf die Tatsache, dass hier dieser Ausdruck, die Integrationsvariable, taucht ja hier drin gar nicht auf. Das heißt, ich kann einfach diesen Vorfaktor auswerten. Und wenn man da scharf drauf guckt und schreibt das I noch hier unten hin und korrigiert dann natürlich auf ein Minus hier, ne, 1 minus 1 durch I ist I, und ich ignoriere mal, dass hier eine imaginäre Einheit steht, dann ist das einfach ein Gauss-Integral, minus Alpha mal Eta Quadrat, Gauss integriert hier vorne. Achso, das A von Epsilon kann ich natürlich auch rausziehen, das heißt, es ist 1 durch A von Epsilon mal, jetzt kommt dieses Integral, und das ist die Wurzel aus 2 Pi H Epsilon I durch M, nämlich Pi durch Alpha. Das Einzige, was man sich hier überlegen muss, ist, warum das mit dem I auch noch so funktioniert. Aber das glauben Sie mir jetzt einfach. Das kann man ausrechnen, das kann man zeigen. Wenn man es genau machen will, ist gar nicht so einfach. Aber dieses Integral wertet sich zudem aus. Und dann steht noch Phi von x, t. Jetzt gehe ich hier mit diesen Integralen weiter. Sie sehen, hier kommt nochmal genau so ein Faktor vor. Das ist eigentlich genau das Integral, das da vorne steht. Ja, da steht also auch 1 durch a von Epsilon mal, 1 durch a von Epsilon mal die Wurzel 2 Pi h quer Epsilon i durch m. Ja, das ist richtig. Dann steht aber auch noch ein mal minus i Epsilon durch h quer v von x. Und hier hinten wird es jetzt noch weiter interessant. Wie gesagt, es geht von minus unendlich bis plus unendlich. Das da ist eine gerade Funktion, das Eta ist eine ungerade Funktion. Dieser erste Term wird unter dem Integral rausfallen, weil Sie eine ungerade Funktion über einen symmetrischen Integrationsbereich integrieren. Außerdem habe ich hier einen Faktor 1 durch a von Epsilon vergessen. Und das gibt einen Faktor plus oder minus, vergessen, muss ich nachgucken, plus h Epsilon i durch m mal d2 Phi durch dx Quadrat von x und t. Das ist einfach nur das d-Eta-Integral ausgewertet. Jetzt sehen Sie, warum ich das nicht schon entwickelt habe, weil ich einfach diese Integrale relativ leicht ausrechnen kann. So, jetzt sagen Sie, ja gut, das sieht jetzt schrecklich aus, aber wir beobachten noch was. Wir beobachten, dass der nullte Ordnungsterm, der unabhängig ist von Epsilon, das heißt unabhängig von dem Limit von Groß N, das ist nur auf der rechten Seite nur dieser Term, also dieses Phi von xt, dieser Vorfaktor, der muss 1 sein. Denn hier steht eine 1 davor, dann muss vor dem unabgeleiteten Phi, und hier habe ich auch das Phi von xt vergessen, Entschuldigung, muss eine 1 stehen, das heißt, hieraus lesen wir ab, der Normierungsfaktor a von Epsilon, der ist exakt dieser Ausdruck, ist die Wurzel aus 2 Pi h quer Epsilon i durch m. Wenn das nicht so wäre, wäre unsere Rechnung schon in der nullten Ordnung falsch. Das darf nicht sein. Also letztlich, sobald wir uns diese Fahrtintegralgeschichte für einen einzelnen Zeitschritt angucken, lernen wir, wie der Normierungsfaktor aussehen muss, wenn es überhaupt nur konvergieren kann. Aber wenn dieser Ausdruck a gleich dem da ist, dann hebt sich das hier ja auch gleich wieder gegen das hier weg, dann ist es dort der gleiche Vorfaktor, richtig? Das heißt, was wir hier insgesamt lernen, ist, die nullte Ordnung ist hier die nullte Ordnung, wenn ich den Normierungsfaktor so wähle, abgehakt. Die lineare Ordnung in Epsilon ist die Zeitableitung von Phi, muss dann gleich der linearen Ordnung in Epsilon hier drüben sein. Wir sehen, die lineare Ordnung in Epsilon ist dieser Term und dieser Term.
Das heißt, das hier kommt aus der nullten Ordnungsgleichung. Und dann folgt aber insgesamt, dass d phi durch dt von x und t, nämlich was hier der Faktor der ersten Ordnung ist, muss gleich sein, ich schreibe die rechte Seite hin, minus, ich fange mal mit dem Term an, muss gleich sein plus h quer epsilon i durch m mal d2 phi durch dx Quadrat an der Stelle x und t minus i epsilon durch h quer, Entschuldigung, die epsilon sollte ich wegmachen, weil ich sie links auch schon weggemacht habe. Ich betrachte jetzt nur noch die Ordnung linear in epsilon. Ich kann ja Ordnung für Ordnung die linke und die rechte Seite vergleichen. Das ist gleich minus i durch h quer v von x. Also das da kommt aus der ersten Ordnung. Ja, nullte Ordnung, linke und rechte Seite vergleichen. Und das Ding hier kommt aus der ersten Ordnung. So, ja, wenn man die Gleichung so anguckt, was man da üblicherweise tut, aber das ist reine Kosmetik und wie Sie die Gleichung kennen, Sie kennen auch Newtons Axiom als F gleich M mal A und vielleicht weniger als F durch M gleich A, obwohl das natürlich trivial genau das Gleiche ist. Aber der übliche exakte Wiedererkennungseffekt setzt ein bei dieser Gleichung, wenn ich sie noch mit IH quer multipliziere. Oh, das darf ich natürlich. Also diese Gleichung, die ich da rausbekommen habe, die gelten muss, weil wir einfach das Pfadintegral verwendet haben. Die Gleichung, die für die Wellenfunktion rauskommt, also diese Amplitude, die einfach sagt, was jetzt ist und was im nächsten Moment sein wird, unter Ignoranz dessen, was vorher war, wenn ich die mit IH quer multipliziere, bekomme ich IH quer d nach dt phi, erst ableiten, dann auswerten, xt ist gleich, ja mit minus i, mit i multiplizieren gibt dann ein Minus, h quer, kommt noch eins vor, h quer Quadrat und irgendwo habe ich eine 2 verhuddelt. Sehen Sie da oben, da hatte ich hinten das Eta Quadrat halbe stehen. Sehen Sie da oben in der Zeile? Eta Quadrat halbe und diese ein halb, die habe ich vergessen mit in die nächste Zeile zu nehmen. Das heißt, hier oben also im Eifer des Gefechts eben habe ich diese ein halb nicht mit hier nach unten genommen. Okay, die habe ich da vergessen. Aber es macht ja nichts, die schreibe ich jetzt einfach dazu. Hier steht sie, okay? Sorry. Ah, vorne. So, dann steht da nämlich tatsächlich minus h quer Quadrat durch 2m. Und dann kommt da die zweite Ableitung nach dem Ort, d2 nach dx Quadrat, angewendet auf phi, erst zweimal ableiten, dann auswerten an der Stelle x und t. Mit i multipliziert, minus i mal i ist aber plus, und mit h quer haben wir auch multipliziert, also einfach plus v von x. Und da oben habe ich schon wieder was vergessen. Nach diesem V steht nämlich noch ein Phi. Dann haben wir hier Phi von x, t. Ja, und diese Gleichung ist die ganz berühmte Schrödinger-Gleichung. Das ist also die Schrödinger-Gleichung. Ja, und von unserer Herleitung her, für ein Teilchen der Masse m, Masse klein m, in einer Raumdimension, im Potential, oder wenn Sie den negativen Gradienten dieses Potentials nehmen, können Sie auch sagen, im Kraftfeld, im Potential v.
Das ist das Ding. Und wenn Sie jetzt ein eindimensionales Problem haben mit einem Potential und Sie haben ein Teilchen der Masse m und Sie haben nicht relativistische Physik, denn dafür ist es gemacht, dann ist das die Gleichung, die Differentialgleichung für Phi, die Sie lösen müssen. Das ist eine lineare Differentialgleichung, das wird uns später noch beschäftigen. Da kommt das, in jedem Term kommt das Phi linear vor. Müssen Sie die für Phi lösen, das hängt natürlich ab von der Form des Potentials. Für manche Potenziale ist das ganz schwierig, können Sie es nur numerisch machen. Für andere, zum Beispiel das harmonische Oszillatorpotential, ist es ein Kinderspiel. Sie müssen diese Gleichung lösen und was bekommen Sie dann? Sie bekommen dann die Wellenfunktion zu jedem Zeitpunkt. Aber weil es eine Differentialgleichung ist, werden Sie Anfangsdaten vorgeben müssen. Und weil Sie in der Zeit entwickeln wollen, interessiert Sie, welche Ordnung hat die in der Zeit. In der Zeit hat die erste Ordnung, ist die erste Ordnung. Das heißt, Sie brauchen wirklich nur die Wellenfunktion am Anfang vorzugeben. Nicht etwa noch Ihre Ableitung oder sowas, sondern die Wellenfunktion am Anfang. Und dann können Sie die Wellenfunktion zum späteren Zeitpunkt ausrechnen. Das heißt, das ist die Dynamik der Schrödinger-Gleichung. Und wie Sie sehen, verbindet diese Gleichung die Zeitableitungen mit den Ortsableitungen. Oder anders gesagt, wie sich diese Wellenfunktion, also die Amplitude dafür irgendwo zu sein, in der Zeit ändert, hängt davon ab, wie sie sich im Ort ändert. Wie sie im Ort anders ist, impliziert, wie sie sich in der Zeit ändert. Und was müssen Sie machen, wenn ich sage, ja, jetzt interessiert mich aber die Schrödinger-Gleichung für ein Teilchen der Masse m in drei Raumdimensionen im Potential v. Was müssen Sie mit der Herleitung machen? Wo ging ein, dass wir eine Dimension benutzt haben? Naja, als ich die Wirkung aufgeschrieben habe, in dieser Lagrange-Funktion stand m halbe x Punkt Quadrat. In drei Dimensionen wäre das x Punkt Quadrat plus y Punkt Quadrat plus z Punkt Quadrat, richtig? Ja, genau. Und was wäre, wenn ich sage, nicht in einem Potential v, sondern es koppelt an ein elektromagnetisches Eichpotential? Naja, dann müssen Sie in der Lagrange-Funktion oder in der Wirkung diesen Kopplungsterm dazu schreiben und dann lernen Sie, wie die Schrödinger-Gleichung aussieht für ein geladenes Teilchen, weil dieser Kopplungsterm auch noch die Ladung enthält, wenn ein elektromagnetisches Potential da ist. Packen wir alles aufs Übungsblatt und dann kriegen Sie immer wieder die Schrödinger-Gleichung in der jeweils wichtigen Form. Ja? Bestimmt. Die Übungseinteilung, ja genau, gute Frage. Es sieht so aus, zwei Leute haben angegeben Freitag. Können die wirklich nur Freitag? Wer hat das angegeben, Freitag? Sie und wer noch? Okay. Können Sie nur Freitag? Okay. Dann hätten wir eine Übungsgruppe mit zwei Leuten. Das können wir machen. Aber es ist sehr ineffizient. Ja. Ja, oder es gibt donnerstags Leute, die freitags kommen wollen. Das ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, ja. Okay. Gut, wir werden schauen. Wenn es gar nicht anders geht, müssen wir es so machen. Wir haben ja auch drei Übungsleiter, aber gut. Okay, also Verallgemeinerung hiervon, dadurch, dass wir eine andere Lagrange-Funktion wählen. Und das nächste Mal werden wir uns mit der Frage beschäftigen, jetzt wo wir den Normierungsfaktor kennen aus dieser Rechnung, nächstes Mal beschäftigen wir uns mit der Frage, löst denn das so normierte Pfadintegral tatsächlich unser Doppelspaltproblem? Denn wenn es das nicht täte, wäre das zwar eine sehr schöne Gleichung, aber völlig irrelevant. Also müssen wir quasi unser Grundpostulat mindestens an unserem Experimentum Crucis nochmal überprüfen. Und das kommt dann am Donnerstag. Dankeschön.